Passiert wieder. Danny. Und herzlich willkommen zur 49. Folge von The Lawful Bunch. Ich komme für euch live aus dem Wendepunkt der Gezeiten nach einem langen Kampf mit einem sehr wütenden Balrog. Ich hoffe, man sieht es mir nicht zu sehr an, aber das ist der Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu The Lawful Bunch. Julia, dein Laptop knistert gerade ein wenig. Ich hoffe, es geht euch gut, auch trotz des brütenden, wütenden Hochsommers. Ich hoffe, ihr habt in der Hand ein Eis, einen Milchshake, einen Proteinriegel voller guter Laune, den ihr jetzt mitnehmen könnt in eine andere Welt, wo es dann doch glücklicherweise 1-2 Grad kühler ist. Wie geht's euch? Ich habe gerade getrunken und kann nicht antworten. Das war eine schlechte Entscheidung. Ich muss husten, wenn ich lache. Ja, fair. Gott, oh Gott. Geht gut los. Ja. Glaube ich. Ich glaube, wir sind bereit. Stay hydrated und so, aber ansonsten. Ich bin gestern gegen einen Mülleimer gestoßen und habe mir straight up die Rippe geprellt. Ich bin in der Form meines Lebens, meine Damen und Herren. Yeah. Es ist, let's go. Es gibt nichts, was mich aufhalten kann, außer. Mülleimer. Mülleimer. Ganz genau. Ich würde vielleicht aufgefallen sein, Malte ist heute nicht da. Malte hat sich entschieden, uns zu verraten und unseren eigenen persönlichen Interessen nachzukommen und die einzige Woche Urlaub, die er im Jahr hat, nicht mit uns zu verbringen, sondern im Urlaub. Wir prangern das an und wünschen ihm hoffentlich einen wunderschönen Urlaub. Ja. Das heißt, ihr müsst heute wieder mit uns dreien vorlieb nehmen. Ich hoffe, dass das macht euch glücklich. Mich macht das glücklich, denn es sind immer noch 3 meiner 4 liebsten Menschen auf der Welt. So, das ist das. Malte ist heute leider nicht da. Rex ist bei der Gruppe dabei, aber heute ein wenig weniger aktiv. Wer ist denn sonst noch so in der Gruppe dabei? Wer sind denn die Charaktere, mit denen wir heute zu tun haben? Beginnen wir bei dir, Chris. Ich bin in der Gruppe als Neve Lockwood, Earth Genasi und Eldritch Knight. Sehr schön. Und Mary? Ich bin Muddle, Gnome Adoration. Gnome Wizard? Verdammt. Und Julia? Ich bin Julia und ich spiele Judy Softhands, eine Bardin vom College of Law. Hallo! Wunderschön. Und alle zusammen sind wir ein geschmolzenes Pfützchen voller Vanille-Eiscreme. Ich hoffe, Vanille ist für euch okay. Ich weiß nicht. Fühlen wir schon, oder? Ja. Ja. Julia ist mehr Erdbeere? Auf jeden Fall fruity. Ja, fair. Vanille und Schoko sind mir. Du darfst ja auch noch eins aussuchen, Marie. Eine Rosine? Rosineneis, alles klar. Rosineneis, ist bestimmt. Gibt's 100%, ich habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das ist doch nicht alles. Ja. Rosineneis. Doch, es gibt das. Es gibt doch dieses Gelbe mit der Rosine. Nicht Macarena. Nee. Definitiv nicht Macarena. Aber es gibt was mit Rosine. Ja. Macarena. Der Chat erwähnt auch gerade Butterwurst-Eis, eine Fantasie. Ich glaube, man kann mit Butterwurst eine Menge machen, aber das nicht. Wir haben es ausgereizt. Nee, das ist eine Fantasie, die ich nicht haben möchte. Was ist mit der Wurst als Eis und dann so ein schöner Block Butter drauf? Es gibt auf jeden Fall so Wursteis für Hunde. Ja. Kann ich sagen. Das als kann ich bestätigen. Second-Hand-Hundebesitzer. Geil. Jetzt ein Wursteis. Jetzt so ein schönes Hundeeis für den Hund. Oh, ich denke, anders ist es Kuchen-Meme gerade. Mit der Butterwurst und wenn du reinschneidest. Es ist Kuchen. Es ist Kuchen.
Das ist der nächste Kuchen, den wir für Rex backen, Leute. Ja, ja, ganz genau. Wundervoll. Apropos Kuchen. Bevor wir zum Spiel selber kommen, haben wir noch einige Süßigkeiten abzuhaken. Und zwar Nummer 1. Angenommen, wir gehen mal in eine hypothetische Situation. Ihr seid hier gerade hereingekommen und ihr denkt euch, oh, der Gandalf ohne Bart redet vom Wendepunkt der Gezeiten, hier aber mit echt sympathischen Leuten. Weißt du was? Weißt du was, Schatz? Was denn? Ich hab mir diese vier Fremden hier gerade angeguckt und ich war der Meinung, ich hätte jetzt durchaus sowohl die Zeit als auch die Lust, circa 200 Stunden D&D mit ihnen in Podcast-Form nachzuhören. Oh, das ist aber toll, Schatz. Warte, ich habe genau die Lösung. Dazu habe ich mir diese wunderbare Person hier in den Schrank gestellt. Ach was, es ist Mary. Was hast du ihm zu sagen, Mary? Viel Spaß mit den 400.000 Stunden Lawful Bunch als Podcast und auf YouTube zum Video nachgucken. Dankeschön. Schranktür wieder zu. ja, genau. Das war, ich hab gedacht, wir machen jetzt einfach mal einen kurzen Werbespot. Genau. Das ist das. Ihr könnt uns natürlich die gesamte Kampagne bis hierhin als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Wenn euch das Ganze als Podcast auch gefallen hat, überlegt gerne, das euren Freunden zu empfehlen oder uns eine Podcast-Bewertung dazulassen. Das hilft nämlich um einiges mehr, als man denkt. Wenn ihr es noch nicht habt, gerne 5 Sterne bei Spotify oder einen Kommentar mit Essay in sämtlichen anderen Sachen, dann werden wir glücklich, vor allem ich. Einfach unter jeder Folge so ein Essay darüber, welche Themen behandelt wurden in der Folge, welche Metaphern aufgegriffen wurden aus den vorherigen Folgen und wie oft Butterwurst genannt wurde. Ganz genau, ja. Ganz genau. Auf jeden Fall eine Sozioanalyse über alle Charaktere. Ja. Und wenn euch die Sozioanalysen von uns gefallen in einer abgewandelter Form, dann überlegt doch gerne einen Sub dazulassen oder ein paar Bits dazulassen. Das unterstützt den Stream hier nämlich auch. Gerade in den Sommermonaten ist es auf Twitch ein wenig schwieriger. Das heißt, das ist alles sehr bedankt und geht da rein, dass wir hier weiter existieren können. Genau. Der Laufelbunch wird euch nämlich insgeheim, wird es euch präsentiert von wem? Euch. Genau. You just said it yourself. Ja, aber vielen Dank für all die Subs, die immer reinkommen und auch über jeden Follow freuen wir uns und generell Chat-Interaktion. Auch wenn wir, was Danny wahrscheinlich auch gleich noch ankündigen wird, oh, da kommen sie auch schon rein von Regular Normal Person. Gift-Subs. Auch wenn wir nicht jetzt gleich D&D spielen, in einer Welt, in der es ein bisschen kühler ist und wir nicht ganz so viel aufpassen können, was im Chat passiert, freuen wir uns, das im Stillen mitzulesen, auch wenn wir nicht drauf eingehen können. Ganz genau. Vielen Dank, Julia und Mary, auch für die wunderbare im Schrank wohnende Person. Das ist mein nächster Charakter. Die Schrankperson. Subs für die Lensflare hinter Danny, sagt Regina Person gerade. Ja, wie gesagt, ich streame vom Wendepunkt der Gezeiten nach einem sehr anstrengenden Kampf mit einem Balrog. Also wir sind hier, wir sind definitiv uns bewusst darüber, was abgeht. Apropos bewusst darüber, was abgeht. Wir hatten ja jetzt einen echten Monat Pause. Einen regulären echten Monat Pause. Was ist denn das letzte Mal so passiert eigentlich? Ja. Madde ist einer Entität begegnet im Wald, während sie in ihrer Werwolf-Form war und hat da mal ein bisschen angeknabbert und dann ihren Namen verkauft an dieses Wesen, das ihr tatsächlich angeboten hat, ihr die Kraft zu geben, ihre FreundInnen zu beschützen. Sie ist dann wieder zurückgekehrt, aufgewacht im Zelt bei uns und sich bewusst geworden, dass das gar kein Traum war, sondern die Realität. Und dass sie
vielleicht nicht auf den Hinweis hätte eingehen sollen, dass sie sich mit diesem Wesen dann, das sie ja schon mal im Traum getroffen hat, irgendwie ein bisschen auseinandersetzen und darauf eingehen sollte, was es von ihr möchte, weil das offensichtlich vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee war. Zumal sie außerdem auch so Gestrüpp ausgehustet hat, das wir zurückführen konnten auf den Feywild, aber es schon verstorben war. Alles ein bisschen seltsam, was da passiert ist. Im Endeffekt sind wir dann weitergereist. Sie hat uns davon erzählt. Wir haben beschlossen, dass wir vielleicht da Nachforschung anstellen sollten, da seinen Namen an irgendeine komische Entität zu verkaufen, vielleicht nicht die beste Ausgangssituation irgendwie ist. Und außerdem wollten wir auf der Reise dann wieder Pferde für die Stillen besorgen, unsere BegleiterInnen, die ja leider beim Kampf mit dem Kohltroll einen Verlust zu verzeichnen hatten. Korrekt. Wir sind ein Verlust ward verzeichnet. Ja, ward verzeichnet. Wir sind auf dem Weg an einen Markt gekommen, das war schon so ein bisschen in den Bergen, wo, ich glaube, es waren so Half-Giants und sowas, also ein Markt für Leute, die generell größer waren als wir. Lots of Giants. Ja, lots actual real Giants. Actual Giants. Eine, was wir dann auch gesehen haben, eine Satyrin gefangen genommen hatten, die anscheinend da geklaut hat. Wir haben versucht, auch ein bisschen was herauszufinden, aber waren dann der Meinung, dass wir vielleicht da am besten Informationen kriegen können. Und weil Feywild und so. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass nach mehreren gescheiterten Versuchen, diese Satyrin zu befreien, Judy ein Battle of the Bards gewonnen hat. Und wir dann bereut haben, dass wir diese Person befreit haben, weil sie echt ein ganz schönes Woo-Girl war. Ich war eine Handvoll. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch gute Freundinnen geworden und Madel ist mit ihr verlobt. Passiert, you know. Nun, sie hat uns allerdings, ja, sie hat uns dann allerdings doch nicht weiter begleitet, obwohl sie auch kurzzeitig zugestimmt hatte, der Stadtwache beizutreten. Und wir konnten nach einigen weiteren Wochen der Reise, beziehungsweise Tagen der Reise, tatsächlich die Gebirge von Kalashtar erreichen, wo wir nun vor einem großen Tor stehen, auf welchem ein Tausendfüßler, ein Vogel, ein Priester und ein Baum vor einer großen Sonne abgebildet sind. Korrekt. Wundervoll. Bevor wir beginnen, gibt es irgendwelche Fragen? Nein. Sehr schön, dann lass uns direkt beginnen. Musik. Es gibt wenig größere Herausforderungen auf dieser Welt, als Kunst zu kreieren, die Leute ehrlich bewegt. Eine Herausforderung, die in der Tat so groß ist, dass es nur eine Handvoll Humanoide gibt, an die sich die Zeit in irgendeiner Form, in irgendeiner Art von übrig gebliebenem Wohlwollen erinnert. Da sind Flintus der Größere, der mit größter kalligraphischer Filigranität die Lebensgeschichte des Königs Artanus Argentum IV.
an die Decke von 16 im Königreich Thaestet verteilten Kapellen geschrieben hat. Ein unvergleichliches Gesamtkunstwerk, das vor allem von den Einwohnern von Thaestet geschätzt wird und es ihnen auch eine andere Gesprächsthemen erlaubt als das örtlich historisch schlechte Wetter, die historisch fade Suppe und die Eigenheiten der lokalen Wildgräser. Da sind andere Künstler wie Norris, der immer Wagende, Fünffinger Flimbo und Artenella de Parfum, aber ihre Menge ist selbst über Jahrhunderte nahezu unmöglich gering. Ein Problem, das die Universität von Boxwich seit mehreren Jahren mit einem Projekt zu lösen versucht, seinen Ton tatsächlich in eine lebende Entität verwandeln will. Eine Gegebenheit, die sowohl das Berühren als auch in späteren Schritten das Bewegen vom Läuten um einiges vereinfacht. Der Gedanke von gewalttätiger Musik allerdings bereitet frommen Halblingsmüttern zu jetzigen Zeitpunkt schon Kopfschmerzen, die ihrerseits schon als virtuos gelten dürfen. Virtuos wirkt auch das in Stein gehauene Mural von 4 Göttern über einer riesigen Tür, vor dem 7 Gestalten und ein goblinischer Anwalt stehen. Ranken und Bewuchs lassen ein Alter als kalten Wind aus den Spalten dieses Steines wehen, das seinesgleichen sucht. Ihr befindet euch vor einer Struktur, die ihr erstmal so nicht kennt, aber die auch ja nahezu ehrfürchtig wirkt. Ihr seht diese riesige steinerne Tür, alles voll mit Intarsien und Schriftzeichen, die ihr nicht kennt. Und darum diese in Stein gehauenen, fast muralartigen Gestalten, die auf die Götter von Kalashtar hinweisen, alle aufgebrochen mit dunklen, moosigen Ranken. Was möchtet ihr tun? Kannst du noch mal sagen, was das für Statuen sind? Ein Tausendfüßler, eine Eule? Redend. Uno momento. Es ist ein Tausendfüßler. Genau. Ein Tausendfüßler, ein Vogel, ein Baum und die Sonne. In einer Gestalt eines... Ja, es wirkt fast wie eine humanoide Sonne an. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist der Sonnen-Emoji mit dem Gesicht. Genau. Sorry. Der Tunek aus. Oh nein. Ja, ich weiß nicht. Judy ist Sonnen-Emoji, Vogel-Emoji, Schweiß-Emoji. Oh no. Ach, diese Kalashtar. Kalashtari? Kalashtari. Ja, Judy schaut sich das alles an, ist ganz fasziniert und wird auch sehr ehrfürchtig. Mm. So merkwürdig ihr das alles bisher mal vorkam mit den Kalashtar und so. Wenn sie erzählt haben von ihrer Kultur, ist sie jetzt doch sehr so, oh damn, that's pretty cool. Ihr seht, wie die drei Stillen und Seide auf ihren neuen Pferden langsam an die Seite dieser riesigen Tür reiten, von ihren Pferden absteigen, sie anbinden an kleinere Bäume, die hier in der Nähe so ein bisschen kahl wachsen und miteinander reden, beziehungsweise ihr seht sie nicht miteinander reden, ihr seht sie Blicke austauschen. Weil sie nicht reden. Sie hatten uns ja auch schon mal ein bisschen was erzählt über diese 4 großen Geister. Und dass die auch irgendwie jeweils so verbunden sind, also der Baum und die Sonne und irgendwie der
Vogel und der ewige Hunger. So, was für Aspekte die symbolisieren. Kann man das auch anhand dieser dieses Reliefs irgendwie nachvollziehen? Also sind die auch so aufgeteilt oder so? Kann ich einen Kunstgeschichte-Check machen? Du darfst mir einen Investigation-Check machen, wenn du möchtest. Alles klar. Eine 12. Nee, 13. Du schaust auf dieses, ja, in Stein gehauene Mural. Du siehst vor allem siehst du mit einer 13 das unfassbare Handwerk, das hier mal reingegangen sein muss. Du siehst über der Tür beide Flügel aushaltend über den Rahmen diesen Vogel, den Nachtvogel, der den Mond symbolisiert. Halt die Flügel strecken, die nahezu nahtlos in halt die Tür übergehen. Darüber siehst du eben diese Sonne. Und an der Seite davon, verbunden mit diversen Linien, mit diversen Verzierungen, auf der linken Seite einen riesigen Tausendfüßler und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, diesen Baum, der in die Höhe wächst, während der Tausendfüßler nach unten zu graben scheint. Und alles das ist umwachsen mit Moos und Ranken, die es auf den ersten Blick relativ schwierig machen, diese Verzierung tatsächlich zu erkennen. Was wollt ihr tun? Schaut Neve auch sehr ehrfürchtig, diese Kunst, die Kunsthandwerk hier an. Ja, Muddle hätte vielleicht einmal so ganz, sie wäre so ein bisschen in Richtung der Stillen rangetreten. Ja. Also ist das hier der Platz, an dem ich mich verteidigen muss? Du siehst die drei Stillen zu dir gucken und dann zu Seide rübergehen. Und Seide tritt ein wenig nach vorne und sagt: Mrinmui, Mindwatcher, dies ist nicht der Platz, an dem du dich zu verteidigen hast, nicht in dem Sinne, in dem du meinst. Dies ist das Tor in unser Land. Oh, okay. Na, lass uns reingehen, oder? Ja, sind wir befugt, einfach hindurchzutreten? Gibt es irgendein Ritual, das wir befolgen müssen vorher? Nun, es gibt durchaus Rituale. Wie ich euch erzählt habe, ist unsere Kultur eine sehr isolierte. Ein Fakt, den wir über die Jahre sehr genossen haben. Etwas, das unsere Götter auch bewahren wollen. Weswegen wir euch nun durch diesen Pfad, durch diesen Berg gehen lassen werden. Und kommt ihr auf der anderen Seite wieder raus, dann seid ihr auch würdig, unseren Boden zu treten. Was ist, wenn wir nicht auf der anderen Seite rauskommen? Dann hat sich das Problem von allein gelöst. Warte, sieht ein bisschen verängstigt aus. In welcher Weise? Was passiert denn dort? Wir haben doch von Tests geredet. Mhm.
Das ist die Prüfung. Ah, dann war das jetzt alles noch gar nicht die Prüfung, sondern nur das. Oh, okay. Cool. Ich freue mich. Könntet ihr uns sagen, was da alles auf uns zukommt, damit wir uns so ein bisschen vorbereiten können? Einfach. Normalerweise lerne ich gerne für Tests und weiß jetzt aber nicht so wirklich, worauf ich mich vorbereiten soll. Deshalb fühle ich mich ein bisschen überfordert und möchte ihm gerne entgegenkommen. Indem ich euch frage. Gegen die Regeln. Also keine Vorbereitung auf. Okay, ja, super. Nief schaut zu Judy rüber und knirscht mit den Zähnen. Auch sie ist nicht begeistert davon, dass sie sich darauf nicht vorbereiten kann. Gut, dann gehe ich besser nochmal all meine Notizen durch, die ich mir bisher gemacht habe. Über die Kalaschta und die Gespräche, die wir bisher geführt haben. Aber ihr kommt mit, sage ich, Seide. Wir schreiten diesen Pfad mit euch. Es ist uns allerdings nicht erlaubt, einzugreifen. Mhm. Aber ihr zeigt uns, wo der Weg hingeht. Nicht, dass wir aus Versehen eine falsche Prüfung machen, oder? Außer die Prüfung ist, den Weg zu finden. Also solche Prüfungen gibt es. Wege finden. Okay. Oh, okay. Die klargegebene Struktur von euch Südländern ist ein Bereich der Faszination, der nie zu versiegen scheint. Ja. Eure Köpfe sind wie Labyrinthe. Euer Eingang ist literally ein Labyrinth. Ich meine, okay, Talia ist irgendwie auch ein Labyrinth. Ja, also, dass mein Kopf ein Labyrinth ist, das habe ich auch schon öfter gedacht. Hm. Ja. So, okay, meldet euch bei uns, wenn ihr bereit seid, den Pfad zu streiten. Naja, dann jetzt, oder? Wenn wir uns nicht vorbereiten sollen? Vielleicht können wir noch mal kurz so, und ich hol alle so rein für einen kurzen Huddle. Muddle und der Kobold. Nee, was ist er? Kobold? Ein Goblin? Goblin. Goblin. Ein Goblin. Stehen einfach in der Mitte und wir alle drei. Ja. Rex beugt sich über alle so ein bisschen. Okay. Wer von uns ist am besten im Wege finden? Weil ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine wichtige Sache und ich bin da auf jeden Fall nicht gut drin. Aber ich kenne einen Zauber, der uns, ich kann ein Skill Empowerment casten. Zum Beispiel auf unsere Überlebensfähigkeit, der uns dabei helfen könnte, also einer Person von uns, den Weg gut zu finden. Also ich bin nicht gut darin. Ich auch nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht sollten wir auch wirklich dann vielleicht gehen wir da einfach rein und schauen, was passiert, bevor wir noch mehr Zeit haben, um ängstlich zu werden darüber, was wir nicht kennen, was da drin passiert. Lieber ins kalte Wasser springen und dann gucken. Ja. Ich habe wirklich Probleme damit. Ich auch. Deswegen will ich es so schnell wie möglich machen, Judy. Wisst ihr, wenn da plötzlich einfach ein Kohltroll aufkommt, klar, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann, aber jetzt zu wissen, dass wir einen Test bestehen müssen und sich nicht vorbereiten kann, das ist wirklich, also das ist... Das macht dir Sorge? Mir macht
Sorge, dass sie gesagt haben, dass sich das Problem von alleine löst, wenn wir das nicht schaffen. Ja, das auch. Das alles. Deswegen sage ich ja, wir machen es jetzt lieber schnell und dann ja, haben wir es hinter uns. Das ist wie Pflaster abreißen. Ja. Okay. Fix wie nix. Na gut. Aber, okay. Aber gut, okay. Ich halte meine Hand in die Mitte. Ich strecke meine Hand nach oben. Auf Mandels Hut. Go Team. Go ja. Team. Go Team! Perfekt. Das Go Team. Hat irgendjemand von euch zumindest passiv ein Auge auf die Stillen gerade? Nee. Nee. I don't think so. Alles klar. Dann habt ihr euren kleinen Huddle? Trittet ihr zurück zur Seite und sagt ihr Bescheid? Ja, nachdem wir Go-Team gemacht haben, geht Judy auch nach vorne und ist so, okay, wir sind jetzt bereit. Gut. Und Seide geht vor diese riesige Tür und legt ihre Hand da drauf. Und ihr seht einfach kurz diese flammende Energie aufleuchten, die ihr schon bei dem Kampf mit dem Kohltroll gesehen habt. Und durch die Intarsien durchschlängeln, durchgehen, dieses kurze, wenn auch sehr dimme, rote Leuchten durch alle Lücken der Tür und die Tür öffnet sich nach innen. Redet ihr ein? Ja. Können wir gucken, was hinter der Tür ist? Sehen wir da was? Aktuell ist es dort noch sehr dunkel mit einem kleinen Glimm in einen relativ großen Raum. Okay, dann ziehe ich Safekeeper vorsichtig raus und lasse die Runen leuchten und gehe dann vor. Sehr schön. Ihr seht Seide hinter euch stehen. Viel Glück. Danke. Und die Stillen. Judy salutiert. Die Stillen gehen euch nach in ein riesiges Atrium. Es ist dunkel. An der Seite sind bisher noch unangezündete Fackeln in einem sehr, sehr großen Raum. Ich würde dimmes Licht sagen. Ihr seht, wie einer der Stillen eine Fackel hochholt und beginnt, ja, die so gehaltenen in zwei Händen der Statuenfackeln beginnt anzuzünden. Das ist bestimmt ein fünfminütiges kleines Ritual, wie ihr seht, dass alle Flammen unter diesen Statuen brennen und ein ominöses Licht unter ihre Gesichter spiegeln. Ihr seht die Gesichter von Mönchen in diesen Statuen mit merkwürdigen Tattoos. Und ihr seht diesen Raum beginnen, sich langsam aufzuleuchten. Es ist alles voller Prunk. Und am Ende dieses Raumes ist eine Tür, eine kleine Tür. Macht mir alle gerne einmal einen Perception-Check. Perception. Sechs. Sechs. Okay. 13. 13 von Muddle. Okay. Was hat Judy? 10, oder? Ja. 10, alles klar. Ihr alle seht vor allem abgetragene Spuren innerhalb des Ganzen. Ihr seht, dass das Ganze schon sehr marode ist, sehr, sehr alt. Ihr riecht den Geruch von irgendeinem verbrannten Kraut. Das sind keine normalen Fackeln. Da ist irgendein Duftstoff drin. Und du, Muddle, bemerkst diese Ranken, dieses Gewächs, diese Dornen, die sich teilweise um die Gesichter der Statuen ziehen. Eins davon, wo auch so die Hand davon abgebrochen wurde. Und kleinere Lücken im Boden, aus denen so Dornengewächse kommen. Und alles ist voller Moos.
lila und blau und grün. Lila, blau und grünes Moos? Ja. Was wünscht ihr zu tun? Die Stillen in dem Moment hinter euch, die Fackeln an den Statuen brennend. Ich trete ein paar Schritte weiter in den Raum rein. Okay. Halte auch Safekeeper so vor mich, um weiter Licht zu haben. Mhm. Und ich möchte mich einfach generell, also gibt's hier irgendwie in der Mitte des Raumes noch was abgesehen? Du hältst Safekeeper hoch und es scheint wirklich nur eine Empfangshalle zu sein. Es strahlt Prunk aus. Nachdem du in die Mitte des Raumes gehst und dich auch noch so ein bisschen genauer umsiehst, siehst du dasselbe, was Maddel gesehen hat. Auch, dass alles so ein bisschen erobert wurde von der Natur, so von Gewächs und langsam aber sicher abgetragen wird. Mhm. Und diese Dornen, die da gewachsen sind, erinnern die mich an die Dornen, die wir gesehen hatten, nachdem Maddel aufgewacht war? Naja, Dornen sind Dornen. Das ist, man kann schon gut sagen, dass sie dich daran erinnern. Aber du könntest jetzt nicht die Spezies genau botanisch identifizieren. Aber es sind jetzt nicht irgendwelche gruseligen Schwarzen. Es sind, die Dornen versuchen nicht gerade dich aufzufressen. Okay, das ist gut. Ja. Das ist... Und gibt es Türen? Gibt es Türen? Es gibt eine Tür direkt am anderen Ende des Raumes vom Eingang. Sehr viel kleiner als diese riesige, ja, Schwingtür. Okay. Dann drehe ich mich zu den anderen um, mit Safekeeper weiter wie so eine Fackel nach vorne gereckt. Ich vermute, da geht's weiter, ja? Ich bin mir noch nicht sicher, was all dieses bunte Moos hier so zu suchen hat, aber es sieht schön aus. Sieht schön aus, ja. Ich würde einfach mal, ich will immer Satin sagen, aber Seide? Seide. Seide fragen einfach, ob das hier immer wächst. Machen wir mal einen Charisma-Check. Einfach straight Charisma? Einfach straight Charisma. 18. Diese Ranken waren noch nicht hier, als wir aufgebrochen sind, um Maddel zu holen. Oh, okay. Macht euch das Sorgen? Beunruhigt euch das irgendwie? Oder ist es cool mit euch? Also mich beunruhigt das jetzt schon, aber... Nun? Ich verstehe auch, wenn ihr das nicht verraten dürft. Die Geister sind oft stürmisch und impulsiv. Wenn es um und danach ist, Ranken wachsen zu lassen, dann sollen Ranken wachsen. Wer sind wir, uns dem in den Weg zu stellen? Machen wir mal einen Inside-Check, Judy. Ja. Natural one. Ghosts do be crazy. Ja. Okay. Aber ich sag den anderen auf jeden Fall, also ich bedanke mich und sag ihr auch, dass ich auf jeden Fall niemandem sagen werde, dass sie mir das gesagt hat, falls es jetzt irgendwie schon als Hinweis zählt oder so. Mhm. Ich werde auf jeden Fall niemandem sagen, dass du mir das gesagt hast. Falls das jetzt nicht erlaubt ist oder so. Was. Entschuldigung. Ich bin einfach ein bisschen... Wir werden hier auf euch warten. Oh, okay. Mhm. Okay. Gut. Und dann gehe ich zu den anderen und sage ihnen, ja, das war auf jeden Fall vorher noch nicht alles da. Als die Stillen
uns abholen gekommen sind, war das noch nicht da. Und das löst in mir so einen Impuls aus, das alles niederzubrennen. Also das Moos, nicht die Statue. Aber Judy, so kenne ich dich doch gar nicht. Vielleicht ist es schon der Test. Vielleicht müssen wir hier sauber machen. Nein. Ich denke nicht. Ich möchte lieber nichts mehr mit Pflanzen abfackeln oder abstechen. Das kann ich irgendwie nicht so empfehlen. Aber ich... Also ich würde jetzt einfach mal... Ich geh jetzt auf diese Tür zu. Ich gehe auf diese Tür zu. Du gehst auf diese Tür zu, alles klar. Toppe los. Möchtest du die Tür öffnen? Ja, wenn ich rüberkomme und zur Tür gelange, dann würde ich versuchen, die Tür zu öffnen. Die Tür geht problemlos auf. Und du siehst vor dir einen kleinen Empfangsraum, in dessen Mitte die Statue eines riesigen Vogels ist. Ihr seht, wie die Augen des Vogels, zwei blaue Saphire, klar glühen. Wunderschön und glänzend auch in dem niedrigen Licht. In dem Moment, in dem du in den Raum trittst, an beiden Enden der Flügel, die so nach unten gebogen sind, gehen so blaue Lichter, blaue, scheinbar alchemische Lichter an, die den Raum in blauen, wie sagt man, Glow Schein. Geben. Schein, genau, sehr schön. Und du siehst in diesem Raum 4 Abzweigungen und unter dieser Statue Schriftzeichen, die du nicht verstehst. Okay. Außer du sprichst Kalascha. Klar, da habe ich bestimmt unten einen Bunker gelernt. In 2 Tagen. Schmarr. Okay, gut, wir haben einen großen Vogel, leuchtende blaue Saphiraugen und 4 Abzweigungen. Machen wir eine Mine Mist oder suchen wir uns einfach eine aus? Tja, gut. Okay. Diese Schrift da unten, kann die irgendjemand von uns entziffern? Nee, tut mir leid. Okay, ich auch nicht. Dann. Aber kann Dings Kalashta lesen? Unser kleiner Zirble? Zirble? Das müsste ich einmal kurz recherchieren. Lass mich nachschauen. Ich bin mir recht sicher, dass Rex es nicht kann. Ich weiß, dass Rex es nicht kann, aber das bei Zirble müsste ich das einmal kurz nachschauen. Also gib mir 2 Minuten. Okay. Ja, Judy läuft auf jeden Fall so ein bisschen rum und mit den Dancing Lights guckt sich die verschiedenen Türen an und ist das schon der Test? Ist das der erste Test? Dir eine Tür auszusuchen? Ja, vielleicht. Neve läuft halt auch noch so ein bisschen durch diesen Raum, schaut sich da hinter den anderen um, mit Safekeeper oben. Sobald Danny da fertig ist mit Recherchieren, habe ich noch eine Frage, nämlich sind hier Zirble würde sich euch gegenüber hinstellen und sagen, lesen kann ich das nicht. Was ich kann, ist in Insekten verwandeln? Ist das hilfreich? Können wir das... Nee, nicht? Nee, nein, aber... Aber halt der Kopf. Man weiß ja nie. Okay. Kann ja immer passieren, dass man... Ja, wir... Auf jeden Fall. Danke. Sind in diesem Raum auch Ranken und Moos? Weniger als im letzten allerdings. Nur so vereinzelt kleine Moosflecken. Ich kratze ein bisschen was davon ab, um es einzusticken. Ja.
schreibt dir gerne ein wenig Moos auf. Ja. Offizieller Moosbesitzer. Unterscheiden sich die Türen auf irgendeine Weise? Komplett identisch. Okay. Das ist... Okay, jede Miene Miste, das Rappelt in der Kiste. Und sie geht einfach so ein bisschen durch. Ja. Tür Nummer 2, von links. Ja. Wir sollten uns auf jeden Fall merken, wir sind die zweite Tür von links gegangen und dann immer die gleiche Entscheidung treffen. Das klingt nach einem Plan. Im Kreis führt. Würde es irgendwas bringen, wenn ich Detect Magic hätte? Ich glaube, hier ist alles magisch, oder? Ja, entweder das oder... Es sind einfach nur Türen. Gibt es aus irgendeiner dieser Türen einen Luftzug oder sowas? Mach mir einen Survival-Check. Okay. As I said, ich bin nicht sehr gut darin. Ich habe eine 5. Du hast eine 5 gewürfelt. Nicht nur gibt es aus keiner der Türen einen erkennbaren Luftzug, du vergisst auch, dass du, ob du alle geprüft hast. Ja, Nief läuft an den Türen entlang, läuft einfach, nachdem sie einmal rumgegangen ist, nochmal weiter. Und? Sie zuckt mit den Schultern. Zweite Tür von links. Welche war das jetzt nochmal? Dann geht sie zurück neben Maddel und guckt dann wieder in den Raum. Ah, die. Okay. Ludi geht so ein bisschen ihre Notizen durch und ist okay. 4 Türen, 4 Götter. Aber wenn einer davon der Vogel ist und der ist hier schon drin, warum gibt es dann nochmal 4 Türen? Also das ist, ich versuche hier einfach mit dem dran zu gehen, was ich habe. Und das sind meine Notizen und mein Hirn, auch wenn es ein Labyrinth ist. Oh, okay, ich mache jetzt einfach diese Tür auf. Okay. Ich mache die Tür auf. Alles klar, Madde, du machst die Tür auf und du siehst einen identischen Gang vor dir. Möchtest du eintreten? Oh, den habe ich schon mal gesehen. Mal gucken, ob wir wieder beim Vogel rauskommen. Und ich würde loslaufen. Du würdest loslaufen? Ihr seht Maddel in diesen Gang gehen. Und Maddel, als du zurückschaust, siehst du den Raum mit dem Vogel vor dir, aber Neve und Judy sind nicht mehr da. In dem Moment, in dem ihr wegguckt und in diesen Gang seht, seht ihr, der Gang ist immer noch identisch. Maddel ist nicht mehr da. Identisch zu was? Zu dem gesamten Raumaufbau. Es ist kein prägnantes Feature, es ist ein Labyrinth. Oh, warte, Leute! Ich würde nochmal zurücklaufen. Du läufst zurück und du befindest dich in diesem Raum mit dem Vogel und du siehst, jetzt sind da nur noch 3 Türen. Maddel? Judy, Leute, wo seid ihr denn ganz kurz weggeguckt. Ich gehe auch in den Gang. In dem Moment, in dem du den Gang gehst und du siehst vorne, da wo Maddel scheinbar in der Dunkelheit verschwunden ist, ist eine Sackgasse. Judy, wir haben ein Problem. Judy ist noch so ein bisschen in ihre Notizen vertieft. Ja, ich weiß. Also 4 Türen, 4 Götter. Nein, Judy, das Problem ist, dass Maddel verschwunden ist und sie greift an diese, an die Wand vor sich und tastet die ab, wenn sie Safekeeper weiter hochhält. Aber jetzt ist der Gang verschlossen. Wie verschlossen? Verschlossen, es ist eine Wand. Und wir schneiden auf Maddel, die du in diesem Raum bist, vor dir halt die Tür, aus der du kamst, zu dem Raum mit dem Vogel, auch immer noch mit den glühenden Saphiren, 3 Türen in diesem Raum.
Jetzt haben sie mir auch noch eine Tür geklaut. Und ich würde einfach mal sagen. So, jetzt reicht's. Und ich mach die erste Tür auf. Leute? Du siehst, du machst die Tür auf und du siehst in dieser Tür wieder einen identischen Gang mit einer Tür am Ende. Oh. Ich mach die Tür wieder zu und gehe zur dritten Tür und mach da auf. Identischer Gang, Tür am Ende. Das ist nicht witzig. Ich gehe zur letzten Tür. Identischer Gang, Tür am Ende. Oh. Oh, no. Ich hab sie verloren. Diesmal bin ich falsch abgebogen. Das werden sie mir ewig nachhalten. Okay. Naja, wir haben gesagt, immer die zweite Tür von links. Aber jetzt sind ja nur noch drei Türen da. Okay, was ist die zweite Tür von links? Ich nehme die zweite Tür von links. Wahrscheinlich die. Alles klar. In der Mitte. Ja, du nimmst die Tür in der Mitte, gehst durch diese Tür. Möchtest du die andere Tür am Ende auch öffnen? Ja. Du öffnest die Tür und selbst als du an die Tür nahe kommst, hörst du diese leisen Töne von Cello und Flügeln und das leichte Stampfen von Schritten auf Teppichboden. Hallo? Ist da wer? Und jemand öffnet dir die Tür und du siehst vor dir diesen riesigen Ballraum. Diesen riesigen Ballraum in einem Frack gekleidet, steht dort ein Halborg, Miss. Wie ist der Name? Madel. Oh, Marin Moyer. Marin Moyer meint. Also ich bin eigentlich angeklagt, aber ich weiß nicht. Angeklagt? Ob ich hier nicht muss. Auf so einer Veranstaltung? Erst habe ich sie nicht auf der Gästeliste gefunden und jetzt sind sie angeklagt. Ja, das Leben spielt manchmal seltsame Spiele. Nein, so kann ich sie nicht hier reinlassen. Warum? Bin ich nicht richtig angezogen? Nein, sie sind hervorragend angezogen, Miss Mindwatcher, aber ich sehe ihren Namen nicht auf der Liste. Oh, das ist nicht so gut. Was muss man denn tun, damit man den Namen auf der Liste stehen hat? Nun, eine wichtige Person innerhalb dieser Stadt sein. Wie heißt die Stadt? Nee, die kenne ich nicht. Nun, merkwürdig, so leben sie doch mindestens 20 Jahre innerhalb dieser Stadt. Tue ich? Aber natürlich, Miss Mindwatcher. Es ist nicht so, als würde ich sie nicht kennen. Sie stehen nur eben nicht auf der Liste. Sie haben noch nicht genug in ihrem Leben erreicht, um im Ball zu sein. Aber ich habe so viel studiert. Nun, was soll ich machen? Oh, was muss ich denn machen? Ihren Namen auf die Liste kriegen. Ja, okay, und dafür muss ich mehr Dinge tun? Nun, ich denke, ich habe die Regeln erklärt. Aber was denn genau für Dinge? Gibt es Punkte für bestimmte Sachen? Kriegt man Punkte fürs Wäsche waschen, fürs Wäsche falten, für Leuten helfen oder wenn man Kuchen backt? Mit so einfachen Geschäften kann man hier nicht ganz nach oben steigen. Oh, okay. Aber ich muss nicht. Miss Mindwatcher, jetzt geben Sie doch mir einen Grund, sie hereinzulassen. Ich bin klein und süß. Und mach einen Persuasion-Check mit Disadvantage. Oh no. Persuasion. Vier. Miss Mindwatcher, ich muss sie leider abweisen. Aber wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann komme ich in einen Raum und wahrscheinlich sind da nur noch zwei Türen da. Was? Also ich bin diesen Gang hier entlang gegangen, um zu dieser Tür hier zu kommen.
Aber das habe ich vorher auch schon gemacht. Und da bin ich in einen großen Raum gekommen mit 4 Türen. Dann bin ich diesen Gang wieder entlang gegangen und dann hatte ich nur noch 3 Türen. Und ich wette, wenn ich jetzt wieder den Gang zurückgehe, dann habe ich nur noch 2 Türen. Miss Mindwatcher, Sie reden wirres Zeugs. Ja, ich weiß, wie Sie das... Oh, Ophelia, so kommen Sie rein, kommen Sie rein! Kann ich mich in dem Moment, wo er sich auf... Wer ist Ophelia? Die Person. Okay, hat die ein großes Kleid an? Sie hat ein Ballkleid an, auf jeden Fall. Kann ich mich in dem Moment, wo er sich auf diese Person konzentriert, polymorphen und unter ihr Kleid schlüpfen? Machen Sie doch Handshake. Okay. I love this. Keine Ahnung, was wir machen, aber it's top tier. Bitte? 7. 7? In was möchtest du dich polymorphen mit einer 7? In ein Meerschweinchen. In ein Meerschweinchen. Alles klar. Und du siehst, wie die beiden Socializers macht auf der anderen Seite des Raums. Und da ist einfach ein Meerschweinchen und es scheint, als hätte sich eine der wartenden Personen in ein Meerschweinchen verwandelt. Entschuldigen Sie, Miss Ophelia, ich muss mich einmal kurz darum kümmern. Und er nimmt dieses Meerschweinchen und trägt dich wieder vor die Tür und schließt die Tür. Und wir gehen zurück zu Judy und Neve. Neve steht immer noch in diesem Gang, geht dann langsam wieder ein paar Schritte zurück zu Judy. Judy, was machen wir denn jetzt? Wir gehen hier hinterher? Wir können hier nicht hinterher gehen, das ist eine Wand. Dann gehen wir, ich weiß es nicht. Okay. Wenn ich aus dem Gang raustrete, ist die Tür aber weiterhin da, zumindest, ja. Wenn du aus dem Gang raustrittst und ihr euch beide einmal weggedreht habt, danach verschwindet die Tür. Ja, ich drehe mich wieder um. Ja, jetzt können wir auch gar nicht mehr hinterhergehen. Hey! Judy, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt einfach irgendeine von den Türen. Wir können doch jetzt nicht einfach in irgendeine Tür reingehen und dann noch. Gib mir 10 Minuten. Okay. Ich ritual caste Detect Magic. Alright. Ja. Und dann möchte ich insbesondere die Stasche und ihre leuchtenden, ihre glowenden Saphir-Augen. Alles klar. Du wartest, Neve? Ich caste in der Zwischenzeit Identify auf das Moos. Alles klar. Genau, erstmal Detect Magic. Hier ist alles mega magisch, also wirklich ultra magisch, also auch heftig magisch. Aber es geht dabei weniger um die einzelnen Dinge, die hier im Raum sind, als mehr einfach das gesamte Netz, was diesen Raum umspannt. Es ist, als wärt ihr in einem magischen Feld. Illusion. Mhm. Also Enchantment okay. In dem Fall, als Schule. Ja, ja. Okay, also hier ist auf jeden Fall eine Art von Illusionstorbe am Werk, aber es scheint, als wären wir irgendwie nicht, dass die einzelnen Dinge in diesem Raum magisch sind, wie der Boden und die Statue und ihre Augen und die Türen, sondern einfach, wir sind in Magie. Mhm. Als wären wir mitten in einem Zauber drin. Vielleicht. Also so wie in damals in der Bank. Ja, genau. Aber bei dem Drache, der... Ja, bei dem Drachen. Fein aussah, aber nicht fein war. Okay, das heißt, vielleicht ist Muddle gar nicht einfach irgendwie weg. Sondern nur weg illusioniert. Vielleicht hat sich nur die Illusion verändert. Hm. Was wollen wir tun? Wenn wir nicht hinter...
Auf jeden Fall in den 10 Minuten, in denen Judy Detect Magic castet, möchte ich gerne Identify casten auf. Du siehst Moos. In diesem Moos, es ist. Ich habe den Namen, den lateinischen Namen des Mooses jetzt nicht. Ein Identify-Spell würde ihn wissen. Es handelt sich um sehr reguläres Moos, über das du weißt, dass es normalerweise nicht in so kalten Gefilden wie hier im Norden wächst. Es ist scheinbar ein Moos aus einer anderen Klimazone. Okay, also das Moos gehört hier eigentlich auch nicht hin. Was auch von Illusionen irgendwie spricht. Okay. Oh, also du meinst, das Moos ist eigentlich auch nicht da. Ja, also wenn wir Muddle nicht hinterhergehen können, vielleicht gehen wir einfach durch irgendeine andere Tür. Ich weiß nicht. Okay, wir gehen durch die zweite Tür von links. Das ist jetzt die Tür in der Mitte. Ja, okay. Aber wir bleiben zusammen. Ja. Ja. Und Lee streckt eine Hand nach Judy aus. Ja. Okay. Nimmt Judy die Hand? Mhm. Sehr schön. Und ihr versucht, durch eine der Türen zu gehen. Ihr kommt wieder an in einem kleinen Gang und auf einmal wird das Konzept, das ihr euch beide an der Hand habt, so ein bisschen phasey, so ein bisschen... macht mir mal einen Wisdom Save, beide. Okay. Oh Gott, oh nein. Ich hab eine 8. Ich hab eine 13. Eine 8 und eine 13. Alles klar. Du, Judy, dein Konzept davon, Neve in der Hand zu halten, wird so ein bisschen phasey und du gehst durch diesen Gang und du denkst, es ist ja alles irgendwie okay und du hast das Gefühl, du musst dich an der Seite festhalten. Auf einmal hast du Neve losgelassen und bist mit beiden Händen an der Wand und Neve, du tappst nach vorne, immer noch denken, dass Judy an deiner Hand dran ist, bis du dich auf einmal wiederfindest, nicht in einem Gang, sondern in einem Kolosseum. Du siehst um dich rum diese Masse an Leuten, die jubelt und tobt. Die Sonne scheint gleißend auf dein Haupt, auf das, was da ist. Und die Leute schreien, hey, 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 hey. Hi! Und ich stehe mitten in diesem Kolosseum? Ja. Du siehst, es ist kein Kolosseum im Sinne von, da ist eine große freie Fläche. Es sieht aus wie eine Rennbahn. In der Mitte ist was abgezäunt und um die Seiten ist halt ein großer Ring gespannt. Ich schaue mich verwirrt um. Mal so in die Ränge hinein, ob ich nachvollziehen kann, was hier passiert. Alles klar, du schaust in die Ränge hinein und du siehst diverse Leute, mit denen du irgendwie keine Connection fühlst. Schaust dich ein bisschen um und siehst auf einmal auf einer Seite des Kolosseums so ein Gitter hochgehen. Und diesen riesigen, gigantischen Streitwagen daraus traben. Diese riesige Peitsche mit drei Schwänzen in die Luft halten und die Leute jubeln und es wird gepeitscht auf die Pferde und dieser Streitwagen begibt sich langsam in Bewegung direkt auf dich zu. Judy. Du verlierst so ein bisschen das Konzept davon. Von allem und auf einmal findest du dich in Dunkelheit wieder und dann an deinen Füßen siehst du, merkst du, du stehst so knöchelhoch in Wasser. Ist der Gang immer noch derselbe? Der Gang scheint derselbe zu sein, ja. Ich rufe erstmal nach den anderen auf jeden Fall.
keine Antwort. Und ja, dann, einfach Wasser, es ist einfach nur Wasser. Du merkst, wie auf einmal an deinem Knöchel irgendein Schatten vorbeischwimmt. Oh, nicht einfach nur Wasser, ich würde Dancing Lights casten und diese unter die Wasseroberfläche schicken, so um meine Füße rum. Alles klar, räumen wir mal an die 100. Poor thing. 70. Alles klar. Lassen Sie mich hier einmal kurz nachschauen, was das bedeutet. So, 70. Du siehst, wie dieser Schatten auf dem Boden, der da ist, plötzlich deine Dancing Lights verschluckt und zu einer Kopie von dir wird, aus Wasser. Steigt so langsam auf. Annie, kann ich irgendwie einen Check machen, ob ich wüsste, ob ich was auch immer hier ist, mit einem Counterspell dispellen könnte? Mach mir einen Arcana-Check. Okay. 11. 11. Also, scheint dir nicht, als wär's irgendwie hostile Magie. Mhm. Scheint dir hostile? Es scheint dir nicht, als wäre das ein Spell, der jetzt auf dich angewendet wurde. Mhm. Dir steht diese Wasser-Judy vor dir und scheint alle Bewegungen, die du machst, zu spiegeln. Warum machst du das? Sprechen tut sie nicht. Ich halte mal so die Hand und streck die so aus und versuche irgendwie, dass unsere Fingerspitzen sich so ein bisschen berühren. Das ist leider nicht möglich, weil Spiegel-Judy die andere Hand nimmt. Also auch ihre linke in dem Fall und sie so hält. Dann, aber kann ich sie berühren einfach? Wenn du sie berühren würdest, also je mehr du in die Richtung gehst, ist es halt wie durch Wasser zu fassen. Okay. Okay. Wasserfrau, kannst du mir den Weg zu meinen Freundinnen zeigen? Bitte? Wasser-Judy geht voran, du hörst das Plitschen im Gang selbst und Muddle. Ja? Du bist immer noch in diesem Vogelraum, zwei Türen, die dir den Weg weisen. Was möchtest du tun? Zweite Tür von links. Ich nehme die rechte Tür. Alles klar, du nimmst die rechte Tür. Du öffnest die Tür und findest dich wieder in einem Auditorium. In einem Auditorium. Du siehst, die diverse Magiestudenten erwartend
auf dich gucken, wartend auf dich gucken. Du siehst auf einer Tafel vor dir stehen Dr. Mindwatcher. Und die erwarten irgendwas von dir. Vor der Tafel auf einem Tisch liegt ein riesiger, scheinbar bewegungsloser Treant. Guten Tag. Es wird dir mit Händen der Weg gewiesen zur Tafel vorne. Ich tappe erstmal los. Alles klar. Tappst erstmal los auf die Prüfungssituation da vorne. Und in dir macht sich dieses Gefühl breit. Oh, ich muss jetzt eine Lecture geben. Oh no. Und hier gehen wir in eine kleine Pause. Oh oh, Leute. Oh oh. Ihr befindet euch in einer Situation. Mhm. Bis gleich. Liebst, wenn das passiert. Bis gleich. Thank you.
Hallo. Hallo. Mensch, hallo, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag an diesem ich will wunderbar heißen sagen, aber es ist nicht wunderbar. Es ist einfach nur sehr, sehr heißen Sommertag hier bei uns in der Welt. Vor der Pause hat sich unsere Gruppe an tollkühnen Stadtwachen in ein Labyrinth gewagt, das scheinbar zu prüfen scheint, ob ihr würdig seid, Kadaschtar zu betreten. Und sind in drei verschiedene Szenarien gelangt, die es nun zu lösen gilt. Ich habe es vorhin noch nicht gesagt, aber Neves Streitwagen-Szenario, Muddles Vortrag-Szenario und Judys Anti-Judy-Szenario werden wir lösen in einer Skill-Challenge. Mit euch wunderbaren Leuten. Und dazu würde ich euch einmal bitten, einfach Initiative zu rollen. Yeah, eine 7. 7 für Neve. Eine 8 für Judy. Eine 8 für Judy. Und eine 20 für Muddle. Und eine 20 für Muddle. Alles klar. Dann beginnen wir in der Situation Muddle. Muddle, du befindest dich in einem Auditorium, in einem vollgefüllten Auditorium. Vor dir ungefähr 200, 300 Studenten der Magie, alle in ihren Roben, die dich erwartend anschauen. Dein Name steht in einer Tafel vorne vor den Studenten. Und vor deinem Namen auf einem Pult liegt ein toter Tree-Ant. Oder zumindest sich nicht bewegender Tree-Ant. Die Leute schauen dich erwartend an. Was möchtest du tun, um diese Situation zu lösen? Ich würde mir gerne anschauen, ob dieser Tree wirklich tot ist. Oder ob er nur wie so eine Alraune gepflückt wurde. Jetzt liegt er da, keine Ahnung. Ob der nur schläft. Ja, alles klar. Mach mir einen Medicine-Check. Okay. 14? 14. Du, Muddle, gehst nah an diesen Tree-End ran und untersuchst ihn so ein bisschen und du merkst, wie die Studenten um dich rum so ein bisschen unruhig werden. Weißt du überhaupt, wovon sie redet? Was ist denn das? Warum guckt sie das nach? Was ist das? Du merkst, der Tree-End ist auf jeden Fall tot, aber die Leute werden unruhig. Das war eine Failure. Nein! Das war eure erste Failure. Wir gehen auf Judy. Judy, du bist soeben Anti-Judy gefolgt durch einen dunklen Gang. Das Ganze hat sich eröffnet und ihr findet euch jetzt wieder in einem relativ großen Raum. Es scheint so, als würdest du... Das heißt, wenn ich sage relativ groß, dann meine ich einen Raum, dessen Wände du nicht mehr siehst. Ein Raum, der Horizonte hat. Du siehst in diesem Raum alles voller Wasser und inmitten des Wassers ein riesiger Vortex. Und aus diesem Vortex schießt nach oben ein Strahl aus Feuer. Was möchtest du tun, um mit dieser Situation umzugehen? Ist Wasser Judy noch da? Wasser Judy steht noch vor dir, ja. Und sie hat mich hier quasi hingeführt. Ja, oder genau. Halt, genau. Ja. Oh Gott. Ich gucke gerade meine Spells durch, ob ich irgendwas hab. Du siehst diesen Jet aus Feuerstrahlen aus dem Vortex in der Mitte dieses riesigen horizontenen Raumes schießen. Du siehst, wie darum einfach der Wind sich immer mehr tobt, deine Haare wuscheln durch. Was möchtest du tun, Judy?
What the fuck? Was möchtest du tun, Julie? Ich möchte zu Wasser Judy gehen. Ja. Kopiert sie immer noch meine Bewegungen? Sie ist vorhin vorausgegangen. Das heißt, sie kopiert seine Bewegungen jetzt scheinbar nicht mehr. Okay. Ich möchte gerne. Okay, aber... Was möchtest du tun, Julie? Okay, da wir hier irgendwas... Also Judy weiß, dass hier irgendwas getan werden muss, um irgendeine Art von Test zu bestehen. Das ist korrekt, ja. Ich möchte, also da ist so ein Strudel und in der Mitte kommt Feuer raus. Genau. Aber ist das kilometerweit entfernt, oder? Nicht kilometerweit, hunderte von Metern vielleicht. Ich tauche meinen Kopf unter Wasser. Mhm. Und möchtest du deinen Kopf unter Wasser tauchen, Judy, in dieser Situation einfach? Ja. Alles klar. Judy taucht ihren Kopf unter Wasser. Judy, mach mir einfach einmal einen Perception-Check. Okay. Nat 20? Holy shit. Okay. 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 Alles klar. 21 insgesamt. Alles klar. Judy, du tauchst deinen Kopf unter Wasser, unter diesem Strudel, und du siehst die Unterseite des Strudels strudeln. Wie das Feuer sich darin bildet. Du siehst die kompletten Fluktuationen des Wassers. Auf einmal, du bist scheinbar hyper aufmerksam und... Eine Sache, die du in dieser Situation erkennst, in diesem Moment, ist, du bist in einer Welt, in der Logik nicht funktioniert. Na, das ist die größte Prüfung für Judy. Ich meine, ich habe schon meinen Kopf ins Wasser gesteckt, was wirklich absolut nicht logisch ist. Fair. Und es war eine Nat 20. Also, das sind zwei Erfolge. Wir sind bei Neve. Neve, dieser Streitwagen in dem Kolosseum kommt auf dich zu, rast auf dich zu. Einfach frontal auf mich zu? Frontal auf mich zu. Es ist kein Platz, um zur Seite aufzuweichen. Es ist entweder springen oder wegrennen. Okay, dann versuche ich tatsächlich, ich schaue mich nach links und rechts um. Irgendwie steigt so ein bisschen die Panik hoch, aber ich möchte auf eines der Pferde aufspringen. So cool wie Legolas in dieser einen Szene im zweiten Herr der Ringe-Film, wie er sich so um den Hals schwingt von dem Pferd. Alles klar, mach mal einen Athletics-Check. Yes. 26. 26! Sehr schön! Du siehst diesen riesigen Streitwagen auf dich zukommen und je näher kommt, desto mehr siehst du, wie gigantisch diese Pferde sind. Rote, leuchtende Augen, galoppieren. Du siehst das Ganze, siehst die Audience, schaltest schnell, schwingst dich um das Pferd rum, bist auf diesem Pferd drauf, schaust nach hinten, siehst als Reiter dieses Streitwagens eine hooded, Person, größer als normale Person, die Reins dafür hält, mit leuchtenden roten Augen und einem Atem, einem klar sichtbaren, dampfenden oder rauchenden Atem, der da rauskommt. Es ist jetzt Muddle. Die Leute sind unruhig, du stehst vor diesem Treant, was möchtest du tun?
Nun, da wir uns hier alle versammelt haben, ich stelle euch jetzt ein magisches Gedöns vor. Sie hat so unglaubliches Lampenfieber. Alles klar. Ich glaube, sie würde wirklich verenden. Und anfangen, irgendwas von Magie zu reden. Wie würde Madde versuchen, irgendwie... Madde weiß ja, es ist eine Prüfung. Du weißt ja, Madde, es handelt sich hierbei um eine Prüfung. Wie würde Madde versuchen, sie zu bestehen? Sie würde vom Muddles wunderbarem Witchbowl berichten und dass jeder, egal wie klein oder groß oder unerfahren er in der Magie ist, so weit kommen kann, einen eigenen Zauberspruch zu erfinden. Alles klar, das wäre ein Arcana-Check für dich. Ich mache den DC niedriger, wenn du mir den Vortrag gibst. Oh Gott. Okay. Also, wie ihr merkt, ich bin ein wenig nervös. Ich halte diese Vorträge nicht ganz so oft. Jedenfalls nicht so oft am Tag. Ganz offensichtlich bin ich schon ein bisschen länger hier. Aber ich bin sehr klein von Gestalt und manchmal auch von Gemüt. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, zu studieren und zu lernen und in jegliche Richtung zu denken und offen zu sein für neue Dinge. Und ich möchte euch bitten, verschließt euch nie vor Dingen, die euch vielleicht unheimlich vorkommen oder die vielleicht auf den ersten Blick nicht wie die beste Entscheidung aussehen, die man so im Leben treffen kann. Wie zum Beispiel seinen Namen zu verkaufen. Aber man lernt dazu. Und man lernt nie aus. Und irgendwann seid ihr soweit und nehmt all diese Fehler und Verhängnisse und Erlebnisse und verbindet sie zu irgendetwas Großartigem, das aus eurer Seele spricht. Sehr schön, mach mir einen Perform. Und dann schieße ich den. Also nicht in die Menge, oh Gott. Aber irgendwie nach oben oder so. Piu! Mach mir einen Performance-Check, aber nutz dafür gerne Intelligence. Okay. Okay. Ich rufe einmal mal. Da kommt noch plus 3 drauf. Das ist ein Natural One. Okay. Okay. Nice, es ist 5. Okay, alles klar. Performance. Madde, du beginnst davon zu reden. Das sind 2 Failures an dieser Stelle. Das heißt, noch nicht die Skill Challenge ist vorbei. Es gibt nur Konsequenzen. Du beginnst davon zu reden und in dem Moment, in dem du redest, siehst du, wie die Studenten das heißt, das ist... Wollte sie nicht über Bäume im achtdimensionalen Raum reden? Das ist, die werden immer ruhiger und also eben nicht immer ruhiger, sondern immer anstrengender und versuchen dir dann dazwischen zu reden, als du den Bowl schießt und sowas. Was soll das? Was soll das? Das ist gefährlich! Das ist gefährlich! Das ist unangenehm! Du verlierst in dem Fall, beziehungsweise du bekommst in dem Fall. Minus 4 Punkte Charisma für das laufende Ding. Und da das... Ich sage jetzt nicht warum, aber das gilt auch für dich, Judy. Was? Das gilt auch für dich, Judy. Okay, ich verliere... 4 Charisma? Ja. Okay. Okay.
Alles klar. Du hast 4 Punkte Charisma. Wir gehen rüber zu Judy. Judy, du bist immer noch in dem nicht logischen Raum. Also, für Judy ist in dem Raum, in dem Logik keine Rolle mehr spielt, das Unlogischste auf jeden Fall in diesen Feuerstrudel reinzuschwimmen. Mm. Und das wird sie auch versuchen zu tun. Sie salutiert nochmal vor Wasser-Judy. Ja, ja, ja. Und macht dann einen Körper in diesen Strudel und versucht einfach in die Mitte zu kommen und in diese Feuersäule reinzugehen. Alles klar. Judy, mach mir... Was nimmt man da? Performance auch. Gib mir einmal Performance. Okay. Ich würfel erstmal... Oh Gott. Das ist eine Natural One. Das ist eine Natural One. Alles klar. Ich benutze meine DM Inspiration. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Und dann muss ich gleich kurz rechnen. Ich meine, das ist eine 5. Okay, ich bin in Performance doppelt... also habe ich Expertise. Das heißt, 5 plus 8 sind 13 und... Ein 16er Wert bei Charisma sind plus 3? Nee, plus 3, ja. Plus 16 sind plus 3, ja. Also 16 ist der Check-in. 16 reicht aus. 16 reicht aus, Judy. Du schwimmst immer weiter in die Mitte von diesem Strudel und immer weiter in die Mitte von diesem Strudel. Und um dich rum scheint sich die Realität aufzulösen. Du siehst, wie das Wasser langsam zu Tropfen wird. Du siehst das komplette Chaos ausbrechen. Du siehst Elementare aus dem Nichts kommen und wieder verpuffen, wieder verschwimmen. Gehst immer weiter in die Mitte dieses Strudels, kommst durch diesen Strudel, bist auf einmal, Judy, in einem Raum mit dem Vogel wieder, scheinst wieder am Anfang zu sein. 3 Türen sind da. Du siehst allerdings, die Türen sind scheinbar von so einem rostfarbenen Moos übersät und bewachsen. Neef. Er stürmt auf dich zu, beziehungsweise du bist jetzt auf dem Pferd innerhalb von diesem Streitwagen. Die Person mit den Reins zieht einen rostigen Säbel, geht auf dich zu. Was möchtest du tun? Ich zieh, also ich hatte ja Safekeeper die ganze Zeit noch in der Hand und möchte eingehende Schläge parieren, aber ich würde gerne herausfinden, was für eine Person das da vor mir ist. Okay. Keine Ahnung. Ist das Insight? So ein bisschen näher auf den zugehen oder so, was für eine, worum es sich da handelt, ob das ein Mensch ist. Möchtest du Insight benutzen hier? Ja, also mir geht es gar nicht so unbedingt darum, was, also um die Beweggründe, mir geht es mehr so um, ja, so Nature oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich kann Insight benutzen. Alles klar. Um vielleicht herauszufinden, was... Natural One, Leute. Natural Geil. One. Ich benutze meine DM-Inspiration. Holy shit, das ist die dritte Nat One. Ja, jeder von uns hat jetzt einmal schön... Das ist eine 5. Das ist eine 5, ist ein Misserfolg. Yay! Du gehst auf diese Person zu, versuchst irgendwie herauszufinden, was das ist. Sie nimmt ihren Säbel und... Pfumm! Haut dich auf den Boden, haut dich runter. Du nimmst, lass mich kurz würfeln. Vielleicht ist manchmal Gewalt doch die Lösung. Manchmal. Vielleicht hätte ich den einfach hauen sollen. 22 Punkte Slashing Damage. Mhm. 22 Punkte Slashing Damage, wirst vom Pferd geworfen, fällst auf den Boden, dein Kopf knackt gegen den Boden. Dieser Streitwagen, immer noch 2 Meter von dir entfernt, reitet auf dich zu. Und als du aufstehen bist, merkst du, deine Hände sind mit diesem rostfarbenen Moos umgeben. Jetzt darf Muddle. Ja.
sie. Sich so ein bisschen erschrocken. Einfach so minimal. Du siehst die Studenten um dich rum. Was ist das für eine unfähige? Was ist das für eine unfähige Lehre? Da greift sie! Los, nimm den Treant! Ja, nimm den Treant! Und du siehst, wie die alle ihre Hand so hochhalten und beginnen einfach ein Leben in diesen Treant einzuflößen. Dieser Treant. So wollen wir das hier nicht unterrichten! Ich würde gerne Banishment casten. Auf den Treant? Ja. Machen wir einen Arcana-Check. Jesus. Go! 19? 19, alles klar. Dann mache ich einen Save für den Treant. Das ist eine Natural 7. Du, beziehungsweise das ganze Auditorium sieht, wie dieser Treant einfach vanished in den Feywild geht. Hast du Worte für die, nachdem du den verbannt hast? Ihr fallt alle durch! Sehr gut. Und wir gehen zu Judy. Okay, ich bin scheinbar zurück in demselben Raum mit Türen. Genau, es sind auch vier Türen oder drei Türen? Ja, es sind vier Türen. Es sind alle Türen. Und die sind verrott mit so moosfarbenem... Ja, genau. Mit rostfarbenem Moos. Nicht moosfarbenem Rost. Nicht moosfarbenem Rost. Okay. Ich möchte einfach... In der Hoffnung, beziehungsweise, kann ich herausfinden, ob ich immer noch in der Illusion bin? Oder wie würdest du das machen wollen? Ich gehe einfach, Judy denkt, sie hat's geschafft. Judy's like, und in der Hoffnung, dass sie durch die Illusion, dass ihre Freundin sie irgendwie hören können, caste ich ich muss gerade einmal gucken. Ich caste Heroism. Ah nee, das ist Touch. Warte, das geht wirklich absolut gar nicht. Okay, und Beacon of Hope ist für Creatures in Range. Mein Gedanke dahinter ist, ich versuche einfach meine Freundin, dass sie mich irgendwie hören durch die Illusion, mich spielen hören und dadurch zu mir finden. Und ich dachte, vielleicht mache ich einfach einen Spell, aber vielleicht mache ich auch keinen Spell, sondern ich versuche einfach Muddle zu inspirieren. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also ich mache was Inspiration. Was ist deine Intention? Du kannst Muddle nicht inspirieren, weil du sie nicht siehst. Willst du an der Stelle spielen, und versuchen, irgendwie Kontakt mit den anderen aufzubauen? Ja. Oder willst du was anderes tun? Nee, ich versuche einfach nur, Kontakt zu den anderen aufzubauen und ja. Alles okay, dann beschreib mir gerne, was du spielst. Ich spiele... Kohle im ausgebrannten Feuer. Was ein Stück ist, das uns an Cole erinnern soll,
den wir quasi unter unsere Fittiche genommen haben, der sehr paranoid war und dann unter unserer Aufsicht leider getötet wurde von dem Dämonen. Und ich spiele es einfach so laut und intensiv, wie ich kann. Okay, alles und klar. Ja, ich hab halt... Also falls ja normale Skill-Challenge-Rules funktionieren, habe ich halt Performance schon benutzt, deswegen... They don't. They really don't. Okay, okay. Wir haben auch Initiative, also... Ja, ich habe jetzt nur als Skill-Challenge gesagt, ja, weil man es so einfacher verstehen kann, aber es ist, genau, es ist eine... Ja. Go for it. Okay. Warte, jetzt muss ich wieder kurz... Also es sind einfach nur... zwei... Was möchtest du? Weniger. Also habe ich eine 17. In was jetzt? Auf Performance. Auf Performance, alles klar. Es reicht leider nicht. Es reicht leider nicht. Beziehungsweise du beginnst zu spielen... Du beginnst zu spielen, bist immer noch in diesem Raum. Mach mir einmal einen Constitution Save. Wir sind inzwischen eigentlich auch aus der Skill Challenge raus. Es hilft nur, als das als Struktur zu denken. Das ist eine 4. Das ist eine 4. Alles klar, Judy. Du merkst, dass die Nähe zu diesem Moos beginnt dich so ein bisschen woozy zu machen. Du beginnst so ein bisschen zu husten, so irgendwie leicht das Gefühl, durch das viele Singen in deinem Brustkorb zu verlieren. Wir sind bei Neve. Ja, ich möchte gern Misty steppen. Ja. Aus dem Moos raus, hinter den Typen auf dem Wagen. Ja. Sehr gut. Und versuchen, den mit Safekeeper zu durchbohren. Mach mir einen Attack Roll. Yeah. ein Natural One, das ist eine 9. Jesus, alright. I'm so sorry. I'm so sorry. Du siehst diese Gestalt, nachdem du versucht hast zu stehen, sich wegbeugen, umdrehen, Safekeeper nehmen, dich an Safekeeper zu reißen. Mit dem Schwert in dich hinein. Versucht es in dich hinein zu bohren. Du nimmst hier weitere 20 Punkte Slashing Damage. Ja. Und kannst diesem Ding jetzt genau ins Gesicht schauen und siehst diesen ja nahezu verrotteten Dragonborn, der dir da reinguckt, der so ein bisschen nicht lächelt, der so ein bisschen aus. Der sieht aus. Ist ein Gesichtspflichtgefühl. Einfach diese Person, die scheinbar nur noch aus Pflichtgefühl lebt. Das ist das. Dann sind wir bei Muddle. Muddle, du hast gerade mit Banishment diesen Tree End verbannt und hast den Leuten gesagt, ihr fallt alle durch. Du siehst jetzt, wie in dem Moment, in dem du sagst, dass alle durchfallen, alle von diesen Studenten auf einmal zerfallen in dieses rostfarbene Moos. Das beginnt in deine Richtung zu wachsen. Rostfarbenes Moos? Ja. Sieht es so aus wie so eine Welle, die mich übermannen würde, wenn ich jetzt nichts dagegen tue? Es sieht aus, als würde es... Also es ist... Es ist nicht so schnell wie eine Welle. Es kriecht so auf dich zu, wachsend am Boden. Langsam, aber sicher. Ich würde... Ihr Gedanke rollt so ein bisschen zu den anderen. Was würden sie machen? Und bleibt dann so ein bisschen bei Rex hängen. Dann holt sie ganz tief Luft. Und ich würde Feuer speien. Du würdest Feuer speien. Dragon's Breath
nutzen. Alles klar. Sadly. Dein Dragon's Breath ist Feuer, ne? Ja. Alles klar. Du siehst, wie dein Dragon's Breath aus dir herauskommt. Feuer erfüllt den Raum. Du siehst so das Glitzern von Sporen in der Luft, die dadurch verbrennen. Du siehst, wie das Moos dadurch scheinbar nicht beschädigt wird und weiter auf dich zukriegt. Verdammte Axt! Und Judy. Ich gehe durch die zweite Tür von links. Du gehst durch die zweite Tür von links. Alles klar. Judy, du gehst durch diese Tür. Das Moos fällt quasi auf dir zusammen. Du bist einfach... Scheinbar hat dich irgendwas gefasst. Die wird so ein bisschen woozy, als du in dieses Auditorium stolperst, in dem noch mehr von dem Moos ist, das auf Muddle zukriecht. Muddle ist da? Muddle ist da. Ja, du hörst noch... Verdammt, Axt! Nein! Stopp! Und ich kletter gerade auf dieses Pult. Ich renn zu Muddle und okay, Moos. I don't know. Rostfarbenes Moos. Rostfarbenes Moos. Nicht moosfarbener Rost. Moosfarbenes Rost. Dass man nicht verbrennen kann. Yeah. Ich caste Haste auf Muddle. Okay, alles klar. Und ruf einfach nur, wir müssen hier irgendwie raus. Das Moos macht vielleicht die Illusion. Kannst du es irgendwie kaputt machen? Was versuche ich denn hier? Oh, halt, Judy. Sehr schön. Das ist der Zug von Judy. Es ist jetzt der Zug von Neve. Du hast, beziehungsweise wirst gerade festgehalten von dieser Gestalt, hast in deinem Körper gerade diesen rostigen Säbel. Was möchtest du tun? Das ist... Leute, das gibt Tetanus. Das ist nicht gut. Lasst euch impfen. ich würde gern... Ich möchte probieren, aufzustampfen und Earth Tremor zu casten. Okay. Und dabei quasi diesen Dragonborn runterzuwerfen. Alles klar. Aus der Balance zu bringen. Dann machen wir erstmal deinen World Magic Check. Yes. Eine 8, das ist noch drin. That's a 13 for the Dragonborn. Ja, das hat er nicht geschafft. Uiuiuiuiui. Ja. Du siehst, wie dieser Dragonborn, der den Säbel in dir hat, nachdem du Earth Tremor machst, castest du das, dann der gesamte Streitwagen explodiert so ein bisschen. Das ist ja alles Holz. Und er fällt da runter. Fällt in dieses Moos und siehst dieses Moos ihn auffressen, siehst ihn halt verschlungen davon, siehst ihn husten und stehst jetzt alleine auf diesem Streitwagen. Ja, gibt's hier eine Tür? Kann ich die Pferde irgendwie in Richtung der Tür lenken? Mach mir einen Animal Handling Check. Oh boy. 4. 4! Alles klar, du siehst am Ende des Raumes diese Gittertür, die da passiert. Reitest mit diesem Streitwagen auf die Gittertür zu, denkst, alles klar, das schaffe ich, indem du rankommst, schließt sich die Gittertür, du reitest diesen Streitwagen komplett gegen die Gittertür, das ganze Ding zerbricht. Mach mir einmal einen Dexterity Save. Das ist eine 12. Das ist eine 12, alles klar. Dann nimmst du solide 15 Punkte Bludgeoning Damage, als du dagegen knallst, bist auf dieser Seite und siehst von dieser Eisentür auf der anderen Seite ein Auditorium, in dem Muddle gerade sich auf dem Pult gestellt hat. Es ist jetzt der Zug von Muddle. Ich
ich einen Check auf das Moos machen, ob ich es vielleicht fluten könnte, damit es verschwindet? Mach mir einen Nature-Check. Oder verätzen. Mach mir einen Nature-Check. Ich will nicht mehr. Das ist eine 9. Ey. You guys, this was supposed to be the intro thing. I'm so sorry. Du kannst nichts für unsere Würfel. Was habe ich denn? Hab ich noch? Chance. Ich habe keine Inspiration mehr. I'm sorry. Du überlegst die ganze Zeit, siehst Judy husten. Diese Sporen kommen da auf dich zu. Du weißt, okay, Feuer funktioniert nicht. Wasser funktioniert nicht. Fuck. Das ist, was du weißt. Mit einer 9. Oh ja, gut. Also du bist gehastet. Das heißt, du hast noch eine Action, aber die kannst du nur für Attack, Disengage, Dash oder Hide oder Object benutzen. Das Moss creept auf dich zu. Oh Gott. Okay. Ich hole nochmal. Ich hole nochmal tief Luft. Ja. Und ich würde einfach versuchen. Weil ich kann nur eine Person teleportieren, das funktioniert nicht. Und ich würde mit Etzgedöns versuchen. Mit Acid versuchen, das Moos wegzuätzen. Alles klar. In dem Moment, in dem du hast das Acid Spray, oder? Nee, nochmal Dragon's Breath. Dragon's Breath. Ah, sehr gut. Das ist der Madde. Du benutzt deinen Acid Dragon's Breath und es geht über dieses Moos. In dem Moment, in dem die Säure das Moos berührt, löst sich das Moos auf. Komplett. Löst sich das Moos komplett auf. Der Weg zu dir ist frei, Judy. Judy, du allerdings, du bist paralysiert. Nachdem sich diese Sporen in deinem Körper ausgebreitet haben. Es ist jetzt der Zug von Judy. Du bist paralyzed, Judy. das heißt, es ist jetzt der Zug von Neve. Das ist ja alles geil. Auf jeden Fall, ich möchte erstmal Second Wind benutzen, um mich zu heilen. Alles klar. Denn ich bin bloodied. Für 12 HP. Während ich aufstehe und versuche, zu den anderen zu gelangen. Alles klar. Du zwängst dich so ein bisschen durch diese Tür durch und bist in diesem Raum. Dir fliegt Säure entgegen. Du siehst, wie Judy gerade zu den Knien geht. Das Moos in dem Raum ist geätzt. Wir sind aus der Initiative. Ihr seid alle in diesem Auditorium. Was wollt ihr tun? Ich würde mit meinem... Bin ich noch gehastet, wenn sie paralysiert ist? Okay, dann renne ich zu Judy hin. Wobei, nein, sie hat Konzentration verloren, ne? Ja, oder? Ja, dann nicht, sorry. Weiß ich nicht. Bei Paralyzed bin ich Incapacitated. Ich glaube, Incapacitated macht, dass man Konzentration verliert, ja. Ja. You can't take actions or reactions. Das verliert man nicht, oder? Leider ich auch ganz kurz. Hä? Naja, ist ja auch egal. Ich laufe auch rüber zu Judy. Alles klar. Zieh dabei mein Schild. Alles klar. Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt. Mhm. Leute, ihr seid aber echt, oder? Also, wir sind alle echt. Ich hoffe, dass, wenn du sagst, du bist echt, dass du echt bist. Sei denn, du schmust. Ja, ich bin echt. Also, ich glaube, dass ich echt bin. Kann ich einen Medicine-Check auf Judy machen? Sure, go for it. Was mit ihr? Ob ich ihr vielleicht irgendwie helfen kann? 22. Du hast jetzt dieses Moos beobachtet. Und in dem Moment, in dem du gemerkt hast, okay, Feuer hat nicht funktioniert und Acid hat funktioniert, Moment, darüber habe ich schon mal gelesen. Das ist Rusted Mold. Rusted Mold ist eine Moosart, so eine merkwürdige Schimmelart,
aus dem Feywild, das unglaublich gut darin ist zu wachsen und das für alle Nicht-Fey-Wesen unglaublich schnell tödlich ist, wenn man nicht das Gegenmittel findet. Kenne ich das Gegenmittel? Kannst du den Cure Disease Spell? Absolut nicht. Oh Gott. Kennst du jemanden, der es können könnte? Ich schau zu Rex. Rex! An der Stelle möchte ich einmal kurz. Rex hätte in dieser Situation, hätte er sich wiedergefunden auf einem Maskenball, wo er sich auf einmal merkwürdigen Schatten gestellt hat. Und ihr seht, wie Rex nach einer Zeit, nachdem dieses Monster besiegt ist, von der Decke fällt, auf den Arsch fällt, sein Schwert in der Hand hat und zu Judy hingeht und sagt, ich habe keine, aber und er sieht zu Madel, dein Anwalt kann das. Das ist super. Wo ist mein Anwalt? Wo ist der Anwalt? Den müsst ihr finden. Ja. Okay, ich nehme jetzt Judy über die Schulter und dann gucken wir mal. Ich lull einmal am Lolli. Du versuchst nach ihm zu scryen? Ja. Sehr gut, alles klar. Ich ziehe diesen verkrusteten, fusseligen Lolli aus meiner Tasche und leck einmal dran. Alles klar, du ziehst den Lolli aus der Tasche und du siehst in einem relativ dunklen Wald Zirble stehen, wie ihm gegenüber ein Bär ist und dieser Bär liest ihm aus einem Buch vor. That sounds nice. Oh man. Terrible. Und Zirble ist total am Verzweifeln. Er ist total am Verzweifeln. Es geht nicht weiter für ihn. Vielleicht liest er die ganze Zeit rückwärts oder so. Wer weiß, was der Bär liest. Vielleicht ist das auch dieser Giant Porn. Ja. Ein Wald. Ich sehe ihn in einem Wald mit einem Bären. Durch die Tür. Ich schaue mich nach Türen um. Alles klar. Du siehst in diesem Auditorium zwei Türen an der Seite. Okay, ich heb Judy vorsichtig auf und dann gehe ich zu einer dieser Türen und trete die ein. Alles klar, du trittst sie ein und ihr findet euch alle wieder in einem riesigen Wald. Zirble! Hallo, Anwalt! Und, oh Gott, der Bär, ich kann hier nicht weg! Warum nicht? Keine Sorge, wir kommen... Ich würde halt so in Richtung der Stimme laufen. Ja. Ihr lauft. Einfach weiter. Machen wir mal einen Intimidation-Check. Nee. Intimidation. Natural 20. Ja! Finally. Ihr kommt darauf zu. Du kommst darauf zu, Neve. Du verscheuchst den Bär. Zirble ist da, Zirble kann Judy heilen, ihr seid alle in diesem Wald, wir sind aus der Initiative raus, wir sind aus dem Gefahrenbereich raus und this was supposed to be a fun little puzzle. Ja, fun. Ja, richtig fun. Aber die Würfel haben gesagt, no fun allowed. Ey, Alter, haben wir irgendwas über 9 gewürfelt? Ich hatte eine Ausnahme. Eine 20, aber die ja, eine. Wenig. Also. I don't know. Ihr befindet euch in diesem großen, dunklen Wald. Zirble an eurer Seite, Rex an eurer Seite. Judy, die soeben wieder zu sich kommt, nachdem dieses Moos ausgeschaltet wurde. Was wollt ihr tun? Judy, geht's dir gut? Nein, ich will nach Hause.
Mann, es tut mir so leid. Du musst nur noch ein bisschen durchhalten. Ich kann fühlen, dass wir fast durch sind. Vielleicht sind wir auch durchgefallen. Ich hab echt hart... Ich weiß, ich hab das nicht so... Wenn wir durchgefallen sind, müssen wir dann für immer in diesem Wald bleiben? Ist das, wie das Problem gelöst wird? Ich weiß nicht, vielleicht kommt man auch einfach so ein Danke, dass du hier warst, Zettel, und wir können wieder nach Hause gehen. Ja, aber das müssen wir jetzt irgendwie... Okay. Ich guck nochmal nach einer Tür. Ist noch eine Tür mitten im Wald vielleicht? Einfach so. Was ist euer Plan, Leute? Ja, wenn es keine Tür gibt, dann würde ich gucken, ob wir irgendeinen Weg finden, dem wir folgen können. Ob es hier irgendwo in dem Wald... Also... ob es Moos gibt in dem Wald, generell irgendwelche von Spuren, die so aussehen wie die Sachen, das Gewächs, was wir in diesen Räumen gesehen haben. Mach mir gerne einen Survival-Check. Mhm. 9. 9, okay. Du schaust dich ein wenig um innerhalb dieses Waldes. Du nimmst das Ganze so ein bisschen auf. Das Knacken der Blätter unter deinen Füßen. Sieht alles drumrum. Du findest keine Tür. Du findest keinen Pfad. Was du nach einer Zeit siehst, ist dieses leichte blaue Leuchten. Deines blaues Leuchten, dem ihr folgt. Zu dem ihr nach und nach hinkommt und ihr euch wiederfindet, wieder in diesem Raum mit dem Vogel vom Anfang an. Kommt durch eine der Türen und es scheint keine Tür mehr da zu sein. Als dieser Vogel, die Vogelstatue in der Mitte des Raumes, einmal kurz sich dreht und nach oben aufzusteigen scheint, um einen Gang zu offenbaren mit einem Treppenhaus nach unten. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das bedeutet, dass wir diesen Teil hier bestanden haben, der Prüfung. Oder wir kommen wieder raus, wenn wir jetzt da runter gehen. Also würde ich sagen, gehen wir einfach runter und schauen, was passiert. Aber dieses Mal ziehe ich mein Schwert und mein Schild direkt, bevor ich nach unten gehe in diesen Treppenabgang. Was macht der Rest von euch? Ich würde Muddles Hand nehmen und sagen, das ist wirklich, wirklich gar nicht deine Schuld. Ich hätte einfach nicht in die Feuersäule schwimmen sollen und ich glaube, das war keine gute Idee. Ja, ich... Und rede einfach so ein bisschen wirr noch. Ja, ich rede auch wahrscheinlich nur so einfach mit. Ja, Feuersäule, sowas ähnliches hatte ich aus. Ich habe ein Witchbolt auf meine Studenten geschossen. Ich glaube, das war nicht so klasse. Ja, ich glaube, deswegen hat mich mein Papa zu Hause geschult. Ja, das macht Sinn. In der Uni sterben so oft StudentInnen, das Lehrpersonal irgendwelche Zauber macht. Oh Gott. Ihr steigt diese Treppe hinab, bis ihr zu einem sehr... Also einem unterirdisch gelegenen, tunnelmäßig sehr kühlen Raum kommt. Es ist dunkel hier und es brennt noch keine Fackel. Auch die blauen Lichter, die um die Statuen rum waren, sind nicht mehr hier. Ihr hört das Quietschen von altem Holz vor euch. Und denen von euch mit Darkvision wird klar sein, dass ihr euch befindet vor einer sehr langen Hängebrücke.
über einen sehr tiefen Abgrund. Judy. Du als jemand, der gerade in einer sehr ungewohnten Situation war und jetzt das Wachstum und die Geräusche und das alles um diese Brücke hört. Was geht so in Judy vor gerade? Ja, okay. Judy ist so ein bisschen also klar erschöpft und frustriert und auch so ein bisschen sauer auf die Stillen und ja, einfach ja, negative Gedanken und irgendwie ja, versucht halt aber zu Muddle irgendwie so, okay, das nächste schaffen wir auf jeden Fall besser und da kommen wir auf jeden Fall besser durch, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Als euer Anwalt würde ich euch raten, nicht zu sterben. Das ist generell immer ein guter Tipp, ja. Ihr steht in diesem dunklen Raum vor einem sehr großen Abgrund, hinter einer Treppe. Ihr hört das Knirschen von sehr altem Holz. Was wollt ihr tun? Ich halte Safekeeper hoch und caste Light. Light. Du siehst diese sehr alte Hängebrücke vor euch, vor einem Abgrund, dessen Boden du trotz des Lights nicht sehen kannst. In dem Moment, in dem du Light castest, siehst du diese Pilze, so kleine Pilze, die auf den Seilen der Brücke wachsen, die auf dem Boden wachsen, so kleine Teppiche an Schimmelpilzen. So ihre Köpfe gen Safekeeper neigen. Sagt mir das irgendwas? Kann ich diese Pilze, habe ich schon mal irgendwie davon gelesen vielleicht? Mach mir einen Nature-Check. Okay. 16. 16. Du hast von diesen Pilzen gelesen. Diese Pilze tragen den wunderbaren Beinamen Tragödien. Auch eine Sache, es kommt in ganz, ganz vielen Kindermärchen vor und wird auch dann beschrieben als so ein Pilz, der ein schlechtes Omen ist und so weiter und so fort. Hin und wieder findet man auch mal welche in der materiellen Welt. Tatsächlich kommen sie aus dem Feywild. Sie neigen sich zu Lichtquellen. Sie neigen sich zu Lichtquellen und sie wachsen zu Lichtquellen sehr, sehr schnell. Das Berühren oder das Einatmen von Sporen von Tragödien führt dazu, dass man extremen Kältezuständen ausgesetzt ist. Daher kommt dann die Legende, wenn du es einatmest, dann erfriert dein Herz, deswegen Tragödie. Ich knipse das Licht direkt wieder aus. Die Runen auf dem Schwert ziehen sich quasi wieder zurück. Ja. Dunkel. Okay, also hier gibt es schon wieder Pilze und auch von denen sollten wir keine Sporen einatmen und wir sollten auch kein Licht anmachen, denn dann wachsen sie in unsere Richtung. Oh, okay. ich meine, ich sehe was im Dunkeln. Kannst du uns leiten? Ja. Okay. Dann gehst du am besten vor und wir gehen ganz langsam. Mhm. Okay. Und halten uns alle an den Händen.
Vielleicht können wir uns auch aneinander festbinden. Ich möchte euch wirklich nicht mehr verlieren. Mhm. Okay, ja, ich habe Seil. Ich würde uns alle aneinander binden. Alles klar. Ihr bindet euch alle aneinander. Muddle leitet den Weg mit leichter Sicht. Muddle, du beginnst nach vorne zu gehen. Und du siehst vor dir diese extrem wackelnde Brücke. Und in dem Moment, wer ist hinter dir? Ich gehe. Alles klar. Indem du raufgehst, Neve, merkt ihr, okay, das mehr als eine Person, maximal zwei, hält diese Brücke nicht aus. Jetzt, wo du drauf bist, Muddle, mach mir gerne auch mal einen Arcana-Check. Arcana oder Nature kannst du dir aussuchen. Sechsundzwanzig. Auf Arcana. Du hast nicht so viel Erfahrung mit Botanik. Du weißt aber, wie es aussieht, wenn Sachen durch Magie gealtert werden. Und in dem Moment, in dem du so ein bisschen dir die Bretter genauer anschaust und die kleinen Pilze darauf, einer neigt sich so leicht zu dir, lässt eine kleine Sporenwolke raus und deine Backe wird kurz einfach sehr kalt. Das ist noch nicht lange so. Diese Pilze sind noch nicht lange hier. Irgendetwas passiert mit diesem Ort. Diese Pilze sind noch nicht lange hier und die Dornen waren ja auch noch nicht so lang. Und das Moos. Irgendwas ist seltsam und vielleicht nicht ganz im Gleichgewicht. Nein, ich hoffe, das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Baum abgestochen habe. Den ich nicht abgestochen habe. Den hast du nicht. Ja, ich bin schon ganz durch den Tüdel. Als ich Seide danach befragt habe, schien sie damit völlig in Ordnung zu sein. Also, sie meinte, wenn... Also, so wie ich es verstanden habe, schien das einfach, als würde sie sich völlig jeder... Ich würde sie das einfach akzeptieren als Teil der Prüfung. Aha. Na. Ich binde mich los. Okay. Ich bin sehr leicht. Ich würde einmal eben vorgehen. Ich kann im Notfall noch mit Magie wegspringen. Falls die Brücke brechen sollte. Und ich schau mal, was auf der anderen Seite der Brücke ist. Weißt du was, vielleicht wäre es dann klüger, wenn wir uns alle losbinden und das Seil um dich gebunden lassen und dann können wir es festhalten. Oh. Ja. Wenn das Seil lang genug ist. Wir können nicht sehen 50 in der Dunkelheit, wie lang diese Brücke ist, oder? Ihr könnt das Ende der Brücke nicht sehen. Oh. Tja. Ich hoffe, das Seil reicht. Es ist 50 Feet lang. Mal schauen. Gucken wir mal. Gut, dann... Sonst kannst du es ja immer. Zieh dreimal, dann lass ich's los. Okay. Kurze Frage vorher: Wie sieht Muddle so gesundheitlich aus? Ist okay? Ja, sie hat hier und da so ein paar Ditscher, aber sie sieht noch okay aus. Okay. Ich gebe dir ein Third Level Healing Word. Bevor du losgehst, 12 HP kriegst du dann wieder. Und ja, wie auch vorher schon, versuche ich einfach mal gut zu reden.
Wir schaffen das diesmal besser. Versuch einfach nicht zu viel von dem Moos einzuatmen, wenn es irgendwie geht. Ja, am besten gar nichts. Ja, ja. Und dann würde ich lostappeln. Alles klar, du tappelst los. Die ersten Schritte fallen dir relativ einfach. Du kommst da raus und du merkst, dadurch, dass du ein relativ geringes Gewicht hast, brauchst du dir wenig Sorgen darüber machen, dass wenn du alleine hier bist, dass die Brücke bricht. Nach einer Zeit kommst du zu einem, ja, zu einem Punkt an der Brücke, den ihr vorher noch nicht gesehen habt. Und durch deine Dim Vision siehst du diesen Sack, diesen organischen Sack, der aus der Seite der Brücke wächst. Ein Sack? Diese Ansammlung von irgendwas. Ich würde versuchen, näher zu schleichen, um mir das anzuschauen. Mach mir einen Stealth-Check. Oh, jetzt geht's wieder los. Oh, 17? 17, jetzt kommen die Rolls. Jetzt kommen die Rolls. Ja, die du kommen rein. Die drei Moosketiere. Hat Chat gesagt, nicht ich. Und ihr geht, beziehungsweise du, Muddle, gehst an diesen Sporensack näher ran und du siehst diesen Auswuchs von Tragödienpilzen an der Seite der Brücke runterhängen. Und was du hier hast, ist scheinbar ein großer Teil von diesem Pilznetzwerk, das unglaublich viele Sporen hält. Ein falscher Schritt hier und du endest als Eisstatue. Ew. Toll. Ekelig. Ekelig. Oh Gott. Ekelig. Ich habe einfach schon all meine Level 4 Spells verbraucht, ne? Wüsste ich, ob ich vielleicht wenigstens diese Pilzsporen verbrennen könnte? Mach mir einen Nature-Check. Weil 15? 15. Entgegen der Erwartung, Problem, beziehungsweise diese Pilze brauchen eine extrem ausgeklügelte Temperatur. Das heißt, sowohl zu viel Hitze als auch zu viel Kälte zerstören sie. Das Problem mit Hitze ist die Brücke. Ja. Gut. Dann mache ich jetzt den krassen Rex-Move. Und ich würde Eisatem gegen diesen organischen Sack sprühen. Alles klar. Alles klar. Du sprühst deinen Eisatem gegen diesen organischen Sack. Let's go! Was muss ich da machen? Constitution Save? Ein Dex Save gegen 17. Oh, it's never gonna. Ja. Du siehst, du sprühst diesen Eisatem aus, siehst, wie eine Hälfte der Brücke so ein bisschen auch in Eis gehüllt wird und siehst diesen Sporensack eben auch eingehüllt in Eis. Scheint jetzt sicherer zu sein, darüber hinwegzugehen. Ein bisschen Gewalteinwirkung könnte auch den Sporensack halt auf den Boden des Cliffs fallen lassen, das wäre aber wieder Gefahr für die Brücke. Könnt ihr mich hören? Hören? Ja, ja? Ja? Hier ist so ein organischer Sack. Ich hab ihn angesprüht. Ihr könnt vorsichtig dran vorbeigehen. Gehen. Ein Sack? Sack. Oh. Ja! Okay. Sack. Aber geht vorsichtig. Wir sehen ja auch einfach nichts.
durch am Seil fest. Hast du, ich habe auf jeden Fall eine Goggles of Night Vision. Wir haben aber, glaube ich, zwei. Ihr habt definitiv zwei. Ja. Und ich habe keine davon, das weiß. Und Rex hat auch Night Vision, also. Ja. Echt? Oder? Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich weiß, dass ich die zweiten Goggles nicht eingepackt habe. Also, ich besitze die nicht. Aber wir haben sie ja auf jeden Fall. Ja, ihr habt sie auf jeden Fall. Ich glaube, Dragonborn haben keine Night Vision. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Alright. Kannst du das Ende der Brücke sehen? Nee. Oh, beziehungsweise kann ich das sehen? Noch bist du nicht über den organischen Sack geklettert. Okay, dann kletter... Moment. Ich kletter über den organischen Sack. Man kann es nicht oft genug sagen. Mach mir einen Dex-Save mit Advantage. Ja. Halt sie mit. 16? 16. Du kletterst rüber, siehst den so leicht. Hab ich das ja? So genannt? Sprich weiter. Warum hab ich es so genannt? Du siehst den organischen Sack leicht unter der Erschütterung wackeln. Wie ein Wackelpudding. Ja. Als du über dieses Konstrukt aus Pilz. Es hätte auch einfach ein Pilz sein können, aber jetzt ist es ein organischer Sack. Ja, das ist ein organischer Sack, Kenny. Ja. Jetzt hast du es. You did that. I did a mistake. Kommst darüber, siehst sehr viel mehr Pilze auf deiner Seite, sehr viel mehr kleinere Pilze, aber auch die andere Seite und ein rotes Funkeln, das auf der anderen Seite zu erkennen ist. Langsam. Ich sehe was. Was? Hey, sollen wir hinterher? Oder sollen wir warten, bis sie auf der anderen Seite ist? Nein, ich würde warten, nur eine Person jeweils. Aber nicht, dass da hinten auf der anderen Seite irgendwas ist, was sie angreift, oder? Ja, aber Judy, was, wenn die Brücke zusammenkracht, wenn wir darüber gehen? Die ist sehr alt. Judy. Und ich gehe so ein Stück zu ihr und lege ihr die Hände auf die Schultern und umarme sie dann. Das wird schon. Madde ist rübergegangen, um uns zu sagen, was da drüben ist. Ja, ich gehe direkt rüber. Guck mal, ob ich von irgendeinem roten Funkel umgenatzt werde. Madde, du kommst auf die andere Seite, siehst diese Brücke im Hintergrund noch wackeln und siehst jetzt, wo du dran vorbeiguckst, noch mehrere sehr klar erkennbare organische Säcke an dieser Brücke, die du noch gar nicht bemerkt hast. Du schaust dich um und siehst in der Mitte von der anderen Seite der Schlucht diese Statue von einem Tausendfüßler, der aus dem Hals von einem Bären bricht. Und er kommt da raus aus seinem Hals. Und du siehst zwischen den Beißwerkzeugen dieses Tausendfüßlers einen leuchtenden Rubin, ähnlich der Statue des Vogels. Der Rest von euch möchte über die Brücke voll mit organischen Säcken. Dann macht mir noch ein Deck-Safe, beide. Mit Advantage, wenn man das eingefroren hat. Ich würde... Achso, Dex. Ja. I'm so sorry. 9. That's as good as it gets here. Ich hab nur 22. Alles klar. Judy, du gehst voran, kommst über die Konstrukte an dieser Brücke, über dieses Hängen, diesen hängenden Eiszapfen eines Pilzes drüber hinweg und landest beim Muddle auf der anderen Seite.
Du, Neve, bildest die Nachhut. Steppst an diesem organischen Sack. Mhm. Vorbei, der eingefroren ist. Mhm. Trittst sehr unangenehm drauf. Mhm. So sorry, fuck. Sag es, Danny. Sag es. Und das Eis löst sich, während der Sack in tausende von Teilen zerbricht und die Brücke ihre strukturelle Integrität verliert. Und ich aller wackeln siehst du, wie an der Seite der Brücke ein Teil reißt und du nur noch an einem Seil von dieser Hängebrücke hängst. Ja, das ist schlecht. Ich miss die Steppe nochmal. Du misst die Steps nochmal. An der Seite vorbei. Du siehst, wie die Brücke auf dem Punkt, auf dem du ankommst, langsam schon wieder Richtung nach unten geht. Du kletterst, machen wir mal einen Acrobatics-Check. Yes, Acrobatics, um Gottes Willen. Oh, ich habe gut gewürfelt, 18. 18, alles klar. Und du kletterst und kletterst und kletterst. Kommt für den Misty Step noch rechtzeitig an. Hinter dir geht die Brücke schon nach unten. Du hiefst dich gerade auf der anderen Seite hoch. Ihr beide vor, beziehungsweise ihr alle drei vor der Statue dieses Tausendfüßlers auf der anderen Seite. Oh, puh. Okay. Die Brücke ist weg. Jetzt. Ja, das macht ja eh nichts. Die Türen kommen und gehen, wie sie wollen. In dem Moment, in dem die Brücke tatsächlich komplett runterfällt, hört ihr dieses und einfach der gesamte dieses gesamte Luft füllt sich mit kalten Sporen. Ihr merkt einfach, wie die Temperatur merkbar um 2-3 Grad droppt in diesem Raum. Okay, wir müssen echt schnell hier irgendwo raus. Wir sollten das nicht einatmen. Hört am besten auf zu reden. Gibt es hier einen Ausgang? Gibt es hier irgendwie einen Weg, den man bestreiten kann neben diesem Tausendfüßler? Das ist eine Statue, das ist kein Action. Es gibt hinter der Statue auf jeden Fall noch Raum, den ihr noch nicht erforscht habt. Okay. Zu diesem Zeitpunkt. Zeit an der Statue vorbeizurennen, alles klar. Ihr rennt an der Statue vorbei und kommt zu einer kleinen Tür auf der anderen Seite, die... Warte, ich muss hier einmal kurz in die Notizen schauen. Aha. Kinder. Ihr geht durch diese Tür, öffnet diese Tür, seid auf einmal in einer Höhle. In einer tatsächlichen Höhle. Und um euch rum sind... diese obskuren Skelette, diese verrotteten Skelette. Vor euch seht ihr an einer Ecke der Höhle so ein Skelett von einem Bären, das da an der Seite liegt. Weiter weg scheint irgendwie so in der Wand ein riesiger Fisch zu sein. Und ihr seht, wie irgendwie die Erde um die Höhle selbst, die Wände selbst, so ein bisschen zu zittern scheinen. Ein Bärenskelett und ein Fisch? Ein Bärenskelett und halt ein sehr, sehr großer Fisch, der scheinbar in die Wand eingebettet ist, auch als Skelett. Okay. Cool. So. Ich meine, den Bären haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir nur noch auf den Tausendfüßler aufpassen. Wir scheinen sehr tief im Berg zu sein, wenn hier irgendwie Fossilien sind. Sind die Sporen noch? Kommen noch Sporen hinter uns irgendwie durch den... Ich ging davon aus, dass ihr die Tür geschlossen habt. Okay, das ist gut. Ja. Gut. Und der Boden vibriert, oder... Ja, der Boden weniger als tatsächlich die Wände. Okay.
Ihr seid tief im Berg. Es ist ein klares Höhlennetzwerk, das hier zu sehen ist. Also man sieht da quasi auch noch Gänge abgehen. Ja, absolut. Okay. Immer weiter geradeaus. Immer weiter vorwärts. Okay, was wissen wir? Judy guckt wieder in ihre Notizen. Ist so, okay, also Vogel, keine Ahnung, was das sollte. Tausendfüßler wird auf jeden Fall der ewige Hunger genannt. Vielleicht sollten wir was essen? Oder wir sind im Bauch von Tausendfüßler und wurden diese Sachen hat er verschlungen. Oder vielleicht kämpfen wir auch gleich gegen den Tausendfüßler. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin immer noch nicht so richtig wieder da. Während wir irgendwie... Vielleicht hat dieser Gang auch 1000 Abzweigungen für jeden Fuß. Und in der Mitte ist der Körper und wir gehen jetzt einfach den Körper lang. Das ist das Rätsel. Vielleicht ist das das Rätsel. Ja, das ist bestimmt das Rätsel. Ja, wir gehen, ja dann gehen wir einfach geradeaus. Das wird ja nicht so schwer sein. Ihr geht einfach geradeaus. Sehr gut. Ja. Und je weiter ihr nach vorne geht, desto diverser werden die Skelette, die ihr an der Seite seht. Ihr lauft vorbei an dem Skelett von irgendeinem Dinosaurier-Typ-Ding. Also definitiv irgendwas, was ihr alle noch nicht gesehen habt, was sehr ausgestorben wirkt. Ihr seht auf der anderen Seite so der Abdruck von irgendeinem schneckenartigen Vieh in der Wand. Ihr seht mehrere Schuppen, ihr seht Zähne, die auf dem Boden liegen. Und ihr seht in diesem Moment an der Seite des Raumes, in dem ihr aktuell seid, ein ungefähr handgroßes Loch. Mit diversere Skelette meine ich einfach, die Formen und Farben der Skelette werden mehr. Unterschiedlicher. Unterschiedliche Arten von Skeletten. Ich gehe mal zu dem Loch. Pause, sorry. Sowas haben wir hier bisher noch nicht gesehen. Oder nur Abzweigungen, keine und Skelette, aber keine Einkerbung. Und ich spähe da rein. Du spähst da rein. In dem Moment, in dem du da reinspähst, springt auf dich zu dieser Tausendfüßler, ungefähr armgroß, um deinen Kopf. Ihr hört alle dieses Skittern um Neve herum und Neve erbeißt dir tatsächlich in den Hals. Und das ist, wo wir die Session für heute beenden. Ah, Leute, das war so zu erwarten. Das ist einfach wie die Leute, die sich im Horrorfilm ans Fenster stellen. Leute, manchmal muss man den Knopf drücken. Ich bin dankbar für Spielende, die den Knopf drücken. Ja. Hattet ihr Spaß? Ja. Alter, diese Cursed Rolls heute. Very diese. Cursed Rolls. Ich komme gar nicht. Ah, schön. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich war heute sehr doll Judy und war so, I don't know. Logik funktioniert nicht. I'm lost. I don't know what to do. Stufe mir nur das Wasser. Tatsächlich das Sinnvollste wahrscheinlich, was ich in dieser Session scheinbar getan habe. Laut der Rolls zumindest. Oh Gott. Regular Normal Person sagt gerade, manchmal muss man das Latein laut vorlesen. Das fühle ich sehr. Ja, die Hitze kommt auch noch dazu irgendwie. Ja. Das werden dann schon so ein bisschen einfach Müdigkeitsdinge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit der Prüfung der vier Götter. Und habt sie nächste Woche dann hoffentlich, was heißt nächste Woche, in zwei Wochen dann hoffentlich mit Rex auch wieder.
Das würde mich sehr freuen. Langsam, also der Piefke muss halt echt wiederkommen. Sorry. Ja. Der hat jetzt das geht nicht. Das geht nicht. Der war doch da letztes Mal. Der war letztes da, ja, aber letztes Mal war er nicht Rex. Rex muss wiederkommen. Genau, Rex muss wiederkommen. Malte, das heißt, egal. Rex. Any das heißt, substitutes Chat, for Rex? Let us know. Okay. Let us know. Oder schreibt ihm auch gerne auf Twitter einfach sehr. Ich will nicht, dass ihr ihn zuspammt, aber schreibt ihm liebe Nachrichten. We miss you. Das Laufelbunch vermisst dich. Das Laufelbunch vermisst dich sehr. Das ist so. Und genieß deinen Urlaub. Urlaub ist gut. Urlaub ist wichtig. Du hast es dir verdient, aber ich bin dir trotzdem böse. Danny, stopp. Jetzt komme ich mit meinem organischen Sack. Das ist mein Körper. Zu das deinem ist, Haus. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Sorry. Ist ja auch einfach. Sag doch einfach, Pilz. Ja. Sag doch einfach. Pilz. Sporen. Misom oder so heißt es doch, oder so. Ja. Oder Rhizom. Mizell, glaube ich. Mizell. Mizell, ja. Es war jedenfalls ein organischer Sack. Weil ich bin allergisch gegen Pilze. Ich fand das hier alles nicht gut. War eine schwere Session für mich. Ja, war für uns alle eine schwere Session, glaube ich. Die Würfel wollten nicht so, wie man die will. Die Würfel waren heute echt nicht auf unserer Seite, aber es hat zu interessanten Erlebnissen geführt, muss ich sagen. Und manchmal ist es ja auch das, wozu die... Ja, also 300 Ones in der Skill-Challenge ist auch schon neu. Ja. Ja, in der Tat. In der Tat. Es war ja auch nicht wirklich eine Skill-Challenge. Es war halt nur aus dem Modell von einer Skill-Challenge raus. Ja. Ich habe das jetzt einfach zur Einfachheit in diese Skill-Challenge-Tabelle gepackt. Aber dadurch, dass es so viele schlechte Rolls gab, wirkte das irgendwie ganz merkwürdig. Aber das können wir auch. Ist Madel und mein Charisma dauerhaft... Das ist normal wieder. Das sollte sich nach dem nächsten Short Rest wieder... Aber ihr habt noch nicht geshort rested, ne? Nee. Also nach einer Short Rest ist es wieder weg. Nach einer Short Rest hat sich das ergeben. Okay. Jemand im Chat fragt hier gerade, Clone Amy fragt gerade, was wäre passiert, wenn man in die Pilze gebissen hätte? Ich glaube, das kann ich an der Stelle sogar revealen. You would have had a good snack and then you would have died. Correct. 8d8 Cold Damage. Geil. Okay, ihr Lieben. Lass uns noch genießen, dass die Sonne langsam untergeht und vielleicht noch ein, zwei Stündchen 20 Grad mitnehmen. Und lass uns Tschüss sagen, oder? Wer bindt ihr? Wer sahnt ihr? Und wo kann man euch finden? Und was sind so eure Plugs? Beginnen wir doch bei Judy. Julia. Hello, ich bin Julia. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Da passiert nicht immer was, aber manchmal Pflanzen. Und als Plug habe ich was sehr Gutes für all euch, all die D&D-Fans da draußen. In dem itch.io-Bundle, das es gab, war nämlich ein Spiel, das ich ausprobiert habe. Es heißt Bardharder. Und es ist einfach eine kleine, wahrscheinlich geht es nicht mal eine Stunde. Und ist einfach so ein kleines Szenario, in der man, ein Baden. Also eine Person spielt, die einen Baden in D&D spielt und versucht mit einem Necromancer zu flirten. Und es war sehr cute und fun. Schaut da doch mal rein. Bardharder.
Bad harder. Eine weitere Person, die so hart wie niemand anders badet. Es ist Mary. Was war dieser Übergang? Ja, ich plagge Badewannen. Okay, fair. Ja, baden in Badewannen ist super. Ja. Und danke, dass ihr danke, dass ihr mit dabei wart. Und ich bin Mary oder auch Viertelfuchs. Ich spiele hier Madel. Und streamt ab und an. In die Richtung. Da. Auf genau. twitch.tv/ Findelfuchs. Was streamst du gerade, Mary? Oh, Leute, ich beiß mich durch Elden Ring durch. Ist mein erstes Souls-like. Es ist eine Farce. Aber, ey, kann ich nur empfehlen. Auf Leute, die Bock haben, Souls-like-Games zu spielen. Guckt Mary. Sie ist eine sehr unterhaltsame Streamerin. Und ich finde das wirklich gut. Und eine Person haben wir noch in diesem Raum, die auf jeden Fall auch ihren Namen sowie ihre Handles für alle Internet-Dinge loswerden sollte, aufgrund der Tatsache, dass sie existieren und sehr folgbar sowie auch sehr angenehm zu erleben sind. Es ist Chris. Jetzt hast du meinen Namen schon gesagt. Aber dann teile ich meinen Namen nochmal. Mein Name ist Chris. Ich bin Game Designer und ihr könnt mir im Internet folgen unter dem Handle @allbluelime. Ja, außerdem passe ich gerade auf die Katze von einer Freundin von mir auf und die ist sehr süß. Und diese Freundin macht ganz wundervolle Prints und Tongegenstände. Der Shop heißt Lita Studio, das werde ich jetzt gleich mal posten im Chat. Und da findet ihr ganz tolle Sachen. Schaut da mal rein. Und vielleicht finde ich die Katze gleich noch, dann kann ich sie zum Tschüss sagen in die Kamera halten oder so. Keine Ahnung. Oh, wie toll. Wie toll. Mein Name ist Danny Grimpe. Ich bin die Person, die hierfür Schuld hat. Man kann mich im Internet finden auf Danny Grimpe, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und auf Twitch unter Hollywood OTI. Das ist ganz cool, wenn ihr Content zum Thema D&D und Comedy-Gedöns haben wollt. Ansonsten versuche ich gerade Zeit zu schinden, damit Lilly hier einmal in die Kamera gehen darf. Ich möchte euch pluggen Milchshakes. Milchshakes, die beste Form, um Milch und Eis gleichzeitig zu konsumieren. Also gönnt euch mal. Und wir haben einen wunderschönen Abend. Vielen Dank an Chat fürs Dasein. Ja, danke Chat. Vielen Dank auch nochmal Asa und Regular Normal Person für die Gift-Subs hier. Und allgemein auch Subs. Das ist super lieb und das hilft euch extrem. Untape auch schon 5 Monate dabei. Das ist total toll, dass ihr also den hat, Scheiß durchzieht. Auch mit Twitch Prime gesubbt. Das ist korrekt. Know, Twitch Prime, wenn ihr ein Amazon Prime Abo habt, dann kriegt ihr quasi ein Twitch-Abo umsonst. Nicht quasi. Ihr kriegt ein Twitch-Abo umsonst. Seht ihr die Katze? Seht ihr die Katze? Diese Katze darf nur so süß sein, weil sie ihr Leben durch Twitch Prime Abos. So. Das macht sie für euch, Chat. Vielen Dank fürs Reinschauen. Sagt gerne noch Tschüss, während ich jemanden zum Raiden finde. Ihr seid ganz toll. Und ich finde es immer, also es berührt mich wirklich, dass ihr hier zuschaut jedes Mal. Das ist total. Ja. Das ist yeah. Vielen Dank. Immer wieder schön. Yes. Yes. Nächstes Mal hoffentlich wieder alle am Stissel. Ja, endlich mal wieder. Yes, yes. Oh, okay. Ja, jetzt geht sie. Tschüss. Goodbye. Very cute cat. Very cute cat. Ja, was kann ich noch sagen? Ich, ja.
In diesem Bundle waren außerdem noch die Rusty Lakes Games. Die sind wirklich sehr gut. Sehr gute Puzzle Games. Und Kingdom Two Crowns habe ich auch ein bisschen gezockt. Auch sehr cool. Auch sehr gut. Die ganze Vorlesesituation war übrigens Peak Anxiety für Livia Tulu. Das war auch so ein bisschen der... Tatsächlich, so ein bisschen Insight, weil ich habe die Session ja mit Rex dran geplant. Die Vorlesesituation war eigentlich das Szenario für Rex. Es war eigentlich das Szenario, in das Rex sollte und Hallo, ja, ich bin hier. Ja, ich weiß Dinge. Tja, leider wurde ich nicht zur Ball eingeladen. Genau. Ja. Machst du nichts. Wir haben alles gegeben. Du hast einfach nicht getan genug für immer so. Der einzige Name einer Stadt, den man auch aussprechen kann, wenn man gerade ein Getränk im Mund hat. Ja. Ich bin aufgewachsen und es war das schönste Erlebnis, das ich jemals gehabt habe. Ja, offensichtlich wohne ich auch schon seit 20 Jahren. Auch ich wachse auf immer noch. Ja, sehr schön. Das gleiche, wo auch das Bundle, wo Speeddating für Ghosts drin war. Ich glaube, ja. Ich bin mir recht sicher. Ist auch ein gutes Spiel. Ist auch sehr süß. Mag ich auch. Regular Normal Person sagt, love you guys, love you too. Love you too. We love you. Reg. Greg. Ooh. Greg. Greg. Gregory. Alles klar. Viel Spaß mit Heart of Tales. Die machen Women in Gaming Gedöns Podiumsdiskussion. Yeah, sagt hallo. Lasst bitte auf keinen Fall zu, dass wenn sie an irgendeinem Punkt kurz davor sind, dass diese Personen ein Glas essen. Das wäre wirklich fatal. Ansonsten Cheers. Lasst euch nicht abstechen. Lasst euch nicht abstechen!